Ich begrüße unseren ersten Gast. Also ich möchte einmal kurz hier, weil wir sprechen nachher erst miteinander, aber Sabrina Kollmorgen vorstellen. Sie wird nachher wichtige Aussagen bei uns tätigen und ist erfreulicherweise auch schon hier und wird vielleicht auch die ein oder Frage, wenn du Lust hast, wenn dir irgendwas einfällt, kannst du gerne auch natürlich dran teilnehmen am Gespräch. Und ansonsten haben wir jetzt im Zoom, müsste unser erster Gast sein, Privatdozent Dr. Michael Nehls. Herr Nehls, sind Sie da? Ja, ich bin da. Ich versuche gerade nebenher meinen Vortrag, also meine PowerPoint-Folien aufzumachen. Ja, irgendwie habe ich da gerade Probleme mit, aber reden Sie ruhig weiter. Ich versuche es gerade. Super, dann stelle ich Sie vielleicht einmal schon mal vor, weil Sie haben einen ganz schön beeindruckenden Lebenslauf. Hier habe ich ein paar Informationen, die ich gerne teilen möchte. Sie können das dann ja gerne noch ergänzen. Also Dr. Med. Michael Nehls, Sie sind Arzt und habilitierter Molekulargenetiker und als Wissenschaftler haben Sie die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten entschlüsselt. Und einige Ihrer Entdeckungen haben Sie zusammen mit zwei Nobelpreisträgern veröffentlicht und eine weitere wurde dann vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Sie verfügen auch über Erfahrungen in der Industrie, 3 Jahre lang leitender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und danach 8 Jahre Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotech-Unternehmens. Mittlerweile sind Sie auch Wissenschaftsautor und sprechen über die Ursachen von Zivilisationskrankheiten, halten als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und Universitäten. Und Sie haben eine Ihrer bahnbrechenden Erkenntnisse zur Alzheimer-Entstehung, Prävention und Therapie wurde 2015 von der Universitätsklinik Rostock mit dem Hanse-Preis für Psychiatrie ausgezeichnet. Haben auch Spiegel-Bestseller verfasst, Alzheimer-Lüge, Alzheimer ist heilbar, Formel gegen Alzheimer, das erschöpfte Gehirn. Ja, und in Sachen Corona gibt es auch ein Buch von Ihnen, und zwar Herdengesundheit, das einen Weg aus der Corona-Krise und die natürliche Alternative zum globalen Impfprogramm beschreibt. Also da ist bei Ihnen tatsächlich schon einiges zusammengekommen, was Sie so geleistet haben. Es ist sehr spannend. Ja, wenn Sie noch was ergänzen mögen, dann tun Sie das bitte. Ich glaube, was ich ergänzen kann, ist einfach mein Vortrag jetzt. Dann kommt schon etwas sozusagen Hintergründe, von dem, wo ich herkomme, kommen sozusagen dann zum Tragen und werden dann verständlich werden für alle. Aber Immunologie war das Thema, in dem ich habilitiert habe, habe ein Schalterelement genetisches gefunden, was relevant ist eben für die Entwicklung unseres adaptiven Immunsystems. Und deswegen traue ich mir auch zum Thema Immunologie und Herdengesundheit und Herdenimmunität etwas zu sagen. Und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, vor ungefähr 2 Wochen einen Brief an Herrn Lauterbach zu schicken, nachdem er mich persönlich angeschrieben hat über meine Krankenkasse zu meinem runden Geburtstag, den ich gerade vor 3 oder 4 Wochen hatte. Und dieser Brief war dann eben eine Zusammenfassung dessen, was ich eigentlich in einem Kapitel meines letzten Buches geschrieben habe. Also es ist eigentlich nur ein Kapitel von 6. Aber das Thema, dieses Kapitel will ich eben heute ein bisschen erläutern, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass es noch wirklich eine Alternative gibt zum Impfprogramm, dass es eben nicht nur darum geht, gibt es Geimpfte oder Ungeimpfte und was sind die Wirkungen und Nebenwirkungen dieses Spikings, wie ich es eher nennen würde, also diese Gentransfer der mRNA von dem Spike-Protein, sondern dass dem noch eine ganz andere Alternative gibt und dass man die hätte eigentlich auch in den klinischen Tests berücksichtigen müssen. Also dass man schon damals hätte gegen die bestmögliche Alternative klinische Studien machen müssen und nicht gegen eine Bevölkerung, die vulnerabel ist aufgrund bestimmter Mängel, die vor allem im Winter auftreten und die Saisonalität auch erklären. Und das ist das Thema eigentlich, wo ich jetzt dann auch drüber reden würde. Mhm. Super, ja, klingt sehr spannend. Mein Vortrag habe ich jetzt gerade irgendwie hochgeladen. Ich weiß nicht, ob Sie den sehen oder sehen können. Ja, wir sehen ihn. Ja, super. Er ist da. Schön, es freut mich, dass es technisch geklappt hat, weil da habe ich immer Schwierigkeiten bei Zoom. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Thema ist Herdengesundheit. Ich versuche so zügig wie möglich zu sein, aber ich habe kein Problem, wenn mich jemand unterbricht und Fragen stellt natürlich. Und natürlich auch Fragen zum Schluss. Das sind natürlich gerne und willkommen. Also das Thema ist Herdengesundheit. Und versuche ich gerade mal das Ganze zu aktivieren hier noch. Muss ich, glaube ich, hier noch irgendwo draufklicken. Genau, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Jawohl. Also ich bin ja Wissenschaftler und als ich dann gelesen habe oder gehört habe von Herrn Wieler, das war dann, man sieht es ja auch mal schön, 28.07.2020. Nur zur Info, alles, was ich hier präsentiere, ist unten irgendwo verlinkt.
Also alle Studien, alle Statements, die ich mache, sind öffentlich. Und deswegen alles, was ich sage, ist sozusagen Public Knowledge und nichts, was ich mir sozusagen aus den Fingern gesaugt habe. Das sind eher die Zusammenhänge, auf die ich hinweisen möchte. Also diese Regeln, sagt er damals, müssen Standard sein. Sie dürfen überhaupt nicht hinterfragt werden. Und das ist etwas, was mich als Wissenschaftler natürlich schon sehr berührt hat, weil im Prinzip ist das der Beginn des Endes der Wissenschaft, weil hinterfragen ist ja genau das, was man Wissenschaftler immer tun sollte, egal um was es geht. Und deswegen war ich damals extrem begeistert, als ich eine sehr besondere Aussage in einem Tweet gelesen habe von Herrn Lauterbach. Das war kurz zuvor, 2 Monate vorher, also Mai 2020. Da sagt er damals, eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV so wenig Sinn wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt, wird sie auch freiwillig gemacht, dann keine Impfpflicht nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, verbietet sich Impfpflicht. Daher nie sinnvoll. Ich war da so begeistert, dass ich dann in einem Buch, das ich später geschrieben habe, eben Herdengesundheit, ihm dann sogar dafür gedankt habe, in der Danksagung, weil mir das viel Mut gemacht hat. Musste allerdings dann noch was weiteres von ihm lesen, kurz darauf, also ein paar Monate später oder 1,5 Jahre später verpasst. Da sagt er, Karl Lauterbach sei eine Impfpflicht sei alternativlos. Und alternativlos ist genauso ein Ende der Wissenschaft, weil es muss immer Alternativen geben. Zumindest sollte man sie diskutieren können. Und das möchte ich heute machen. Und die Frage ist eben, was ist die Alternative zu diesem Programm, diesem mRNA-Injektion? Was könnte die Alternative sein? Und wenn man eine richtige Alternative zu einer Krankheit sucht, dann, also zur Therapie einer Krankheit sucht, dann geht es eigentlich darum, dass man die Causa identifiziert, also die Ursache. Und bei Corona liegt es nicht so ganz leicht auf der Hand, weil man sagt, naja, die Ursache für eine virale Infektion ist das Virus. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was ist die Ursache für die schweren Verläufe und für die Saisonalität der Infektion. Davon muss es ja eine Ursache geben und die liegt ja jenseits des Virus, weil das Virus sagt ja nicht, jetzt ist Herbst, jetzt muss ich zuschlagen, sondern da muss ich was geändert haben. Und das Virus entscheidet sich ja auch nicht, den bringe ich um und dem bringe ich dazu, dass er einen schweren Verlauf hat, sondern das liegt ja im Wirt sozusagen, der ist ja die Ursache dafür, dass er einen schweren Verlauf hat. Und was könnte dafür die Ursache sein? Und möglicherweise haben beide Ursachen, also die schweren Verläufe und die Saisonalität auch eine Gemeinsamkeit, sind möglicherweise identisch. Und auf die Suche dieser Gemeinsamkeit oder dieser Ursache bin ich eben gegangen, um eben eine Alternative zu finden. Und das habe ich in meinem Buch gemacht, hier ganz kurz. Und die Alternative ist eben Herdengesundheit und eben nicht Herdenimmunität, die unmöglich ist. Also in einem Kapitel des Buches zeige ich auch 10 Gründe auf, warum Herdenimmunität vollkommen unmöglich ist. Und das war eigentlich schon sehr, sehr früh bekannt. Wurde sogar schon in Nature, glaube ich, im Mai 2020 publiziert. 5 davon. Aber es gibt eben Gründe, warum es eben zu schweren Verläufen kommt. Und die kennt man auch schon sehr, sehr lange. Schon 2016 habe ich hier gezeigt, ist publiziert worden, dass zum Beispiel der Zytokinsturm, das ist der Ausdruck, wenn übermäßige Reaktion des Immunsystems dazu führt, dass der Patient eben nicht durch die Aktion oder Reaktion des Immunsystems auf eine virale Infektion dazu führt, dass es eben zu schweren Verläufen kommt, also das Immunsystem selbst zur Problematik wird. Und das kennt man auch schon von der Grippe und ist wahrscheinlich dort auch verantwortlich für die schweren Verläufe. Das hat man schon sehr lange gewusst und dann steht auch in dieser Publikation, Komplikationen oder der Tod infolge einer Grippe sind häufig mit einer übermäßigen Produktion proentzündlicher Zytokine, also Botenstoffe, verbunden, was auch als Zytokinsturm bezeichnet wird. Es war also nicht unbekannt, dass Zytokinstürme möglicherweise die Ursache sein können bei viralen Infektionskrankheiten, vor allem der Atemwege. Und das hat man auch sehr, sehr schnell schon bei Corona festgestellt. Das war sehr, sehr früh, schon im Januar 2020, also als bei uns Corona noch gar nicht aufgetreten ist, hat man in China publiziert die klinischen Merkmale der infizierten Patienten. Und da steht drin, der Zytokinsturm könnte mit der Schwere der Erkrankung zusammenhängen. Also hier auch schon die Korrelation. Wir haben die schweren Verläufe, Ursache, ein Zytokinsturm. Und der Zytokinsturm muss jetzt eine Ursache haben im Immunsystem des Betroffenen. Und darum geht es eigentlich. Was ist die Causa der schweren Verläufe, vor der wir uns ja schützen wollen? Und und dann muss man ein bisschen was wissen über das Immunsystem. Deswegen nur ganz kurz für die, die keine Mediziner sind. Normalerweise ist das Immunsystem in Balance. Man nennt es auch Homöostase. Ich habe hier eine gerade Linie gezeichnet, also über Zeit sozusagen. In Wirklichkeit ist es eine Wellenlinie. Man hat immer eine Reaktion des Immunsystems, ist immer im Austausch
mit oder in Interaktion mit Pathogenen, die auch in unseren Schleimhäuten ganz natürlich vorhanden sind. Das ist übrigens auch ein Problem für uns in der Zukunft. Wir haben zum Beispiel 60% aller Menschen sind Träger von Pneumokokken, 70% sind, glaube ich, Träger von Meningokokken. Würde man jetzt eine PCR machen bei der Durchschnittsbevölkerung, wären 60% wären nach Corona-Maßstäben dann wären dann infiziert mit diesen Meningokokken und wären damit, hätten damit eine akute Meningitis und 70% hätten eine akute Lungenentzündung und zwar Normalbevölkerung, jetzt schon heute. Würde man gegen alle potenziell pathogenen Keime, die wir in unseren Schleimhäuten haben, testen mit BIA-PCR, wären alle Menschen von heute auf morgen multimorbid. Und ich bin ziemlich sicher, das wird noch auf uns zukommen. Aber das nur so nebenbei. Jetzt haben wir das Immunsystem in Balance hier und jetzt kommt der Infekt. Dann haben wir normalerweise eine leichte Brise. Über 90% der Menschen merken noch nicht mal, dass sie eine Infektion haben. Warum? Die proentzündlichen Aktivitäten sorgen dafür, dass das Virus sozusagen angegriffen wird, zerstört wird. Die Zellen werden zerstört, die das Virus produzieren. Dann kommen die antientzündlichen Kräfte und das System geht wieder zurück in die Homöostase. Relativ einfacher Prozess. Wenn man allerdings in einer chronischen Entzündungslage ist, wie die meisten Menschen in der westlichen Bevölkerung, weil eben ja Mängel sind in der Ernährung zum Beispiel, Bewegungsmangel, viele andere Dinge, Stress natürlich im Leben und so weiter, führen zu chronischen Entzündungen. Das ist auch die Hauptursache für praktisch alle Zivilisationskrankheiten. Dann herrscht schon mal ständig Wind, kann man sagen. Und wenn dann der Infekt kommt, dann erleben einige von denen natürlich eine Exazerbation, also eine Übertreibung des Immunsystems, eine überschießende Reaktion, was man als Zytokinsturm bezeichnet. Und wenn der das Primärorgan dann noch verlässt, weil er so stark ist, dass er eben nicht nur in dem Fall die Lunge zerstört, sondern eben auch noch andere Organe angreift, sprechen manche Wissenschaftler sogar vom Zytokin-Hurricane. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und die Frage ist es eben, wieso kommt es zu diesem Sturm? Wieso kommt es zum Hurricane? Was könnte da für die Ursache sein? Und da sind wir bei den Risikofaktoren. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, natürlich. Also dieser Zytokinsturm, ich hatte das jetzt immer so verstanden, dass der insbesondere dann auftritt, wenn man zum Beispiel dieses Coronavirus schon mal hatte und der Körper da schon drauf geeicht ist und dann eben, oder ein anderes Virus, ja, und dann springt der Körper da in besonderer Weise drauf an. So wie Sie es jetzt gerade dargestellt hatten, scheint es ja unabhängig davon zu sein, was ich für einen Erreger im Körper habe. Ich habe einfach ein alarmiertes Immunsystem, weil das ständig mit irgendwelchen Infektionen kämpft und dann kommt noch was Neues dazu und dann geht die Post ab. So ist es auch, ja. Also okay. Es ist sehr viel wahrscheinlicher. Es ist natürlich möglich, dass ein gewisses Priming stattgefunden hat, dass das Immunsystem praktisch stärker reagiert, weil es schon mal sozusagen ein Virus hat, gesehen hat. Aber man darf nicht muss da unterscheiden. Das eine ist ja ein adaptiver Response. Das heißt, das Immunsystem kennt prinzipiell den Virus schon und reagiert normalerweise damit, dass es durch Antikörper oder auch durch T-Zellen, die Zellen, die infiziert sind, eliminiert, beziehungsweise das Virus schon eliminiert dazu bringt, dass es eben nicht mehr infizieren kann, weil es schon humoral, also über die Antikörper im Blut sozusagen dafür sorgt, dass das Virus sich nicht ausbreiten kann im Körper. Das oder auch den Schleimhäuten natürlich durch bestimmte Antikörper, die übrigens bei dann kaum gebildet werden, wenn wir diese Injektion machen, weil die gar nicht über die Schleimhäute gehen, dann die Immunantwort. Aber der Punkt ist, es könnte verstärkend wirken, aber es ist keine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist eher eine andere und auf die komme ich gleich. Also was ist die Voraussetzung, dass es überhaupt zu einem Zytokinsturm kommen kann? Und die ist erstmal, glaube ich, unabhängig davon, ob man vorher schon Infektionen hat oder nicht, könnte verstärkend wirken. Studien dazu kenne ich keine, aber man könnte es sich vorstellen, ist aber letztendlich irrelevant, weil der primäre Faktor eher im Immunsystem selbst liegt, also in der Unfähigkeit, balanciert zu agieren. Mhm. Und darauf komme ich jetzt gleich. Und ein Hinweis darauf, woher diese Dysbalance kommen könnte, ist der Risikofaktor Winter. Der wird relativ wenig betrachtet, ist aber eigentlich von größter Relevanz, weil der Faktor einfach gewaltig ist. Auch der ist, der letztendlich alle dazu treibt, auch in der Politik im Oktober schon das Schlimmste vorherzusagen. Also ab Oktober wird es wieder schlimm. Und man fragt sich natürlich, warum soll es im Oktober schlimm ist? Was ist die Ursache dafür? Und ich habe das Gefühl, die tatsächliche Ursache wird dann immer wieder ausgeklammert. Ich habe auch in der Ärztezeitung darüber gelesen,
eine ganze Liste, was es alles an Ursachen gäbe, warum es im Winter wohl losginge. Aber keiner von denen ist wirklich relevant. Und der eigentlich Relevante, wie ich gleich zeigen werde, wird komplett ausgeklammert. Aber das hat wohl System, wie ich nachher auch zeigen werde. Ganz kurz zu den Zahlen. Das sind RKI-Zahlen. Es gab also im Sommer 2020 814 Todesfälle an und mit Corona laut RKI. Und in demselben, also im endlichen Zeitraum, 4 Monate, dann im darauffolgenden Winter, 62.000, über 62.000 Todesfälle an und mit. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sich gleich verrechnet bei an und mit, also dass die Fehlerquote, was an und mit ist, in beiden Fällen gleich hoch ist, dann ist zumindest, was dann an, wer an Corona gestorben ist, auch gleich hoch gegenüber als im Verhältnis. Und wir haben eine 76-fache sozusagen Risikofaktor, an Corona zu sterben. Wie gesagt, nur vorausgesetzt, dass es mit sozusagen gleich hoch der Fehler ist in beiden Fällen. Und das ist ein gewaltiger Faktor. Das ist größer als jeder andere Faktor. Nur als Beispiel, hohes Alter wird auch als Risikofaktor angegeben. Aber hohes Alter bedeutet nur, dass ich eine 3-, 4-, 5-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, einen schweren Verlauf zu haben, aber keine 76-fache. Also dieser Faktor ist gewaltig und der muss irgendeinen Grund haben. Einen ersten Grund für die Saisonalität im Winter gab es schon eine Vermutung ganz früh, vor 4 Jahrzehnten. Und zwar ging es hier um die Rolle der Jahreszeiten bei der Epidemiologie von Influenza. Und die wurde ganz klar gezeigt, hängt mit dem Sonnenstand zusammen. Man wusste allerdings nicht, wie der Sonnenstand jetzt direkt darauf einwirkt, auf die erhöhte Risikobereitschaft, die Infektionswellen. Und der Beweis kam dann 2006 und dann hat man ganz klar gezeigt, dass die epidemische Influenza wieder mit Vitamin D zusammenhängt. Und da steht dann auch hier, die epidemische Ausbreitung und die schweren Verläufe bei viralen Infektionen haben ihre Ursache in einem saisonalen Vitamin D-Mangel. Deswegen nenne ich diese Krankheit eigentlich nicht Erkältungskrankheit, sondern Erdunkelungskrankheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Wort ändert, weil Erkältung bedeutet so ein bisschen wie, na, ist das halt kalt. Klar, im Winter wird es bei meisten Menschen kalt. Also die meisten Menschen leben, die jetzt sagen wir mal im nördlichen Breiten leben, dann in sehr, sehr südlichen Breiten. Aber es ist trotzdem ein Misnomer. Weil, dann wäre ja schon schlimm, wenn ich ein Eisbad nehme oder Leute, die im Norden leben, hätten überhaupt keine Chancen. Inuits müssten praktisch permanent Influenza haben. Das macht keinen Sinn. Es ist die Erdunkelung, das heißt der Mangel an Sonnenlicht beziehungsweise der Mangel letztendlich an Vitamin D. Und da gibt es ganz viele dieser Erdunkelungskrankheiten, wo auch gezeigt worden ist, dass die schweren Verläufe durch die Saisonalität einerseits und wie ich nachher noch zeigen werde, auch die schweren Verläufe direkt mit dem Vitamin D-Mangel zusammenhängen. Und da ist eben Covid-19 keine Ausnahme, genauso wie andere Corona-Infektionen, die man schon seit Jahrzehnten kennt oder die auch einzeln mal für sehr viel Wirbel gesorgt haben, wie SARS-CoV-1 oder MERS. Und jetzt nur für die, die jetzt gleich einen Einwand bringen, ja, aber in anderen Ländern, wo die Sonne ja immer scheint, kann es ja dann gar nicht sein, weil die haben ja immer genügend Sonne. Das stimmt so nicht. Das mache ich gleich mal präemptiv sozusagen hier. Es gibt eine Publikation von 2011, die sagt, die Prävalenz, also der Anteil der Personen mit Vitamin D-Mangel an der Gesamtpopulation in Israel, ist ähnlich hoch wie in weniger sonnigen Regionen. Also der Vitamin D-Mangel ist eher ein kulturelles Problem. Das heißt, wenn ich nicht in die Sonne gehe oder mich mit Sonnencreme dauernd einschmiere, dann habe ich auch in Regionen, wo viel Sonne ist, einen Vitamin D-Mangel. Und das ist dann besonders bei älteren Leuten der Fall. Zum Beispiel in Indien hat man gezeigt, dass der Vitamin-D-Mangel epidemische Ausnahme angenommen hat mit einer Prävalenz von 70-100% der Allgemeinbevölkerung. Oh, muss man sich mal vorstellen. Auch eine Publikation peer-reviewed. Ganz natürlich am Äquator, also näher am Äquator kann man nicht mehr leben wie in Ecuador. Und bei Leuten um die 71 Jahre, also die man als Risikogruppe bezeichnet, haben fast 70% eine Vitamin-D-Insuffizienz und über 20% einen schweren Mangel an Vitamin D. Also, wie gesagt, Vitamin D-Mangel in allen möglichen Ländern. Das gleiche hat man in Brasilien gefunden und sogar schon im Römischen Reich, als die Menschen angefangen haben, mehr sich in Wohnungen, Häuser einzubleiben. Und dann hat man bei Kindern zum ersten Mal eine Häufigkeit gesehen von Rachitis, eine Konsequenz von Vitamin D-Mangel. Der Vitamin D-Mangel im Zusammenhang mit Corona wurde auch schon sehr, sehr früh von einem Chef, also von einem Vorsitzenden, Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie, Herrn Andrea Cistina, postuliert. Schon im 2020, im März, hat er gesagt, ein niedriger Vitamin-D-Mangel
könnte mit Gehalt, könnte die Verbindung sein zwischen Alter, Vorerkrankung, erhöhter Anfälligkeit für Komplikationen und Mortalität aufgrund von Corona-Covid-Infektionen im Norden Italiens. Jetzt mal unabhängig davon, dass die Zahlen natürlich wesentlich übertrieben waren und man weiß in der Zwischenzeit, dass nicht mal 10% wirklich an Corona gestorben sind. Aber nichtsdestotrotz, Menschen sind an Corona gestorben und an einer Corona-Infektion und die Mortalität muss erklärt werden. Und deswegen kam schon am 2. April die Warnung von internationalen Forschern, wir müssten unbedingt Leute, die Risiko haben, an Influenza zu sterben und an Covid-19, ganz, ganz schnell den Vitamin-D-Spiegel hochbringen und rieten damals schon 2. April 2020 auf einen Wert von 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das ist die Einheit, die ich heute verwenden werde, Nanomol pro Liter. Wenn man es in Nanogramm pro Milliliter haben will, als Zuhörer, weil das vielleicht auf dem eigenen, wenn man selbst ein Blut-Vitamin-D-Spiegel misst, dann eher in Nanogramm angegeben ist, müsste man halt von Nanogramm auf Nanomol mit Faktor 2,5 multiplizieren oder von Nanomol auf 2,5 teilen, um auf den Nanogrammwert zu kommen. Gut, es gab dann auch schon erste Zusammenfassung am 10. September 2020, eine grundlegende Überprüfung, vorläufiger Beweis, Risiko, Vitamin D und so weiter. Und dann hieß es auch hier schon, dass es eine logische Plausibilität gibt für Vitamin D. Erstens verhindert Vitamin D eine Unterreaktion des Immunsystems. Hier geht es um Infektionen. Und Vitamin D verhindert eine Überreaktion des Immunsystems. Hier geht es um den Zytokinsturm. Überreaktion und Unterreaktion zu verhindern, in Summe heißt das, sorgt vor Homöostase. Und die beiden verschiedenen Aspekte schauen wir uns mal jetzt genauer an. Unterreaktion des Immunsystems, gibt es Studien, die zeigen, das ist eine Beobachtungsstudie, dass je höher der Vitamin-D-Spiegel in der Bevölkerung ist, umso, also bei Personen ist, umso unwahrscheinlicher findet man sie als Träger des Virus. Also ist man PCR-positiv, das heißt 15% sind PCR-positiv in einer gegebenen Population bei dieser Studie, wenn der Wert unter 50 Nanomol ist und fast nur ein Drittel so häufig ist man infektiös oder positiv, wenn man einen höheren Vitamin-D-Spiegel hat. Der Grund ist ganz einfach, man eliminiert das Virus schneller. Das wurde auch in der Interventionsstudie, die ich unten gezeigt habe, hier auf dem Bild, da kann man im PubMed danach schauen. Das ist auch gezeigt worden, man ist ungefähr nur ein Faktor 3 kürzer Träger, wenn man einen vernünftig hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Ideal sieht man hier auf der Grafik 125 Nanomol, bietet den besten Fremdschutz. Das heißt Faktor 3 Reduktion, dass ich praktisch dass ich infektiös bin oder dass ich über längere Zeit das Virus in mir trage und damit eben andere infizieren kann, ist also der beste Fremdschutz, den ich mir vorstellen kann. Nur im Vergleich dazu, das ist der Blutwert im Jahresmittel in Deutschland, Vitamin D in Nanomol pro Liter. Ich habe links oben geschrieben Vitamin D pro Hormonlevel, nur zum Verständnis. Die meisten Menschen meinen ja, wenn man von Vitamin D-Spiegel spricht, geht es um Vitamin D, das man im Blut misst. Aber in Wirklichkeit misst man das Vitamin D pro Hormon. Und ich werde nachher noch ganz kurz darauf hinweisen, weil dies auch hier wieder ein Fehler in der Beschreibung, so ähnlich wie bei Dunkelungskrankheit und Erkältungskrankheit. Da sollte man eigentlich genauer sein. Man sollte nicht von Vitamin D-Spiegel sprechen, man sollte von Vitamin D-Prohormonspiegel sprechen, weil es hat Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemandem Vitamin D gebe, kann es Tage, möglicherweise eine Woche dauern, bis der Vitamin D-Spiegel vernünftig angehoben ist. In einer akuten Infektion kann dann Vitamin D zu spät kommen. Und das heißt, obwohl ich dann vielleicht Vitamin D gebe, sehe ich keine Wirkung. Und das wurde sogar ausgenutzt, um gegen Vitamin D-Propaganda zu machen. Ich komme nachher darauf. Ganz, ganz wichtig. Aber wir sehen hier, wie weit die deutsche Bevölkerung vom besten Fremdschutz weg ist. 125 Nanomol, hier in grüner Linie gezeigt. Den erreichen wir noch nicht mal im Sommer. Was erklärt, dass selbst im Sommer bei uns Wellen möglich sind. Aber natürlich der gravierendste Mangel haben wir dann im Herbst. Und der hat einen Tiefpunkt im Februar, logischerweise, und steigt dann an wieder, der Spiegel dann im März, April, Mai. Und dann geht die Welle auch langsam wieder zurück. Und da haben wir auch dann schon die direkte Korrelation. Wenn wir vom besten Fremdschutz reden, nur als Beispiel, hier diese Injektionen, die gemacht werden, die Stiko ja immer noch weiterhin empfiehlt, in der Zwischenzeit sogar für ab 6 Monate alte Kinder, habe ich gerade gelesen bei uns in der Zeitung. Also es ist ganz, ganz schlimm, was hier abgeht. Aber in einem Ärztezeitung hier vom 15.8., also relativ frisch, steht wortwörtlich, STIKO geht es nicht um die Vermeidung von Infektionen, weil dafür eigentlich gar keine Evidenz mehr da ist.
Das heißt, wenn wir von Fremdschutz reden, die Evidenz für Vitamin-D-Gabe ist da, bei diesen Injektionen ist es nicht. Kein Fremdschutz. Apropos Fremdschutz, ich bin mal von meiner Hausärztin, das muss ich einfach mal reinwerfen, angegangen worden, weil ich mich nicht impfen lassen wollte. Und dann hat sie gesagt, ich muss doch wegen Fremdschutz, muss ich mich impfen lassen. Habe ich erklärt, das weiß man schon seit Mai 2021 aus Massachusetts. Das hat die CDC festgestellt, dass es keinen Fremdschutz gibt. Hat sich beim RKI lange nicht rumgesprochen. Aber wenn wir schon vom Fremdschutz reden, man muss sich mal überlegen, was die Corona-Maßnahme für ein Desaster in der Welt angeregt haben. Über 100 Millionen Menschen, vor allem Kinder, sind praktisch dem Hungertod ausgesetzt. UNICEF hat damit gerechnet, dass über 10 Millionen Kinder mehr sterben werden 2020 und 2021, nur aufgrund der Corona-Maßnahmen in den reichen Ländern. Also das muss ich einfach mal einwerfen, soweit zu Fremdschutz. Also Fremdschutz geht dann wirklich nur uns selbst irgendwas an und selbst der wirkt nicht. Also hier kein Fremdschutz. Aber gehen wir zurück, Fremdschutz, jetzt kommen wir zum Eigenschutz. Wie viel Eigenschutz ist eigentlich da? Wenn der Vitamin-D-Spiegel unter 50 Nanomol ist, gegenüber Leuten über 50 Nanomol, ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, vierfach erhöht, zeigt eine belgische Studie. Eine Studie aus Universität Heidelberg zeigt 18-fach erhöhte Mortalität bei dem Vitamin-D-Spiegel unter 30 Nanomol. Und eine Studie aus Indien, aus Israel, über die ersten beiden Corona-Wellen dort, hat gezeigt, dass Menschen, die unter 50 Nanomol sind, gegenüber Menschen, die über 100 Nanomol sind, dass also die Menschen, die über 100 Nanomol sind, gegenüber den niedrigen Werten eine 14-fach geringere Morbidität haben, beziehungsweise eine 14-fach höhere Morbidität, wenn mein Spiegel unter 50 Nanomol ist. Die wäre noch gravierender, wenn es unter 30 Nanomol ist. Und man muss dazu sagen, Menschen in Seniorenheimen haben eher Werte um 10 bis 15 Nanomol, oft sogar noch darunter. Also die sind weit, weit weg von irgendeinem Eigenschutz. Und dann gibt es eine schöne Studie aus Deutschland von drei Wissenschaftlern. Die haben mal als Meta-Analyse, haben also mehrere Studien, zusammengefasst und analysiert, durchanalysiert und haben logarithmisch mal die Mortalität aufgetragen gegenüber dem Vitamin-D-Spiegel. Und wenn man dann das logarithmisch macht, dann trifft die Kurve als Gerade dann die X-Achse bei 0, also wenn sozusagen keine Mortalität mehr ist. Und die liegt genau bei 125 Nanomol, also genau der Wert, der schon im April 2020 von internationalen Forschern gefordert wurde. Die hat damals, man erinnert sich, es vorhin erwähnt, 100 bis 150 Nanomol als relevanten Wert angegeben. 150 Nanomol ist eben auch der Wert mit bestem Fremdschutz. Das heißt, wir haben keine praktisch kompletten Eigenschutz bei 125 Nanomol und wir haben besten Fremdschutz. Besser geht es eigentlich gar nicht. Und man sieht ja in der Kurve immer noch, wo die Deutschen heute sind. Deswegen schreibt auch schon das DKFZ in der peer-reviewten Publikation im November 2020, also ja, noch vor der großen ersten Welle, die dann Deutschland traf, dass der Vitamin-D-Mangel für 9 von 10 Covid-Opfern verantwortlich sein könnte. 9 von 10. Als ich das gelesen hatte, vor allem von einem renommierten Institut wie dem DKFZ, dachte ich, jetzt müsste eigentlich eine Klagewelle durch Deutschland rauschen, weil ja gegen den Vitamin-D-Mangel nichts unternommen wurde. Im Gegenteil, wie ich nachher noch zeigen werde. Aber gehen wir zurück zum Risikofaktor. Er ist eine Kombination natürlich jetzt auf die erhöhte Mortalität. Und multipliziert mit der zumindest dreifach erhöhten Infektiosität, die wir im Winter haben, durch den niedrigen Spiegel. Also in Summe kann man wunderbar erklären durch Vitamin D, wieso es zu diesem hohen Risikofaktor Winter kommt. Das ist die Frage, ist das alles nur Korrelation oder Kausalität? Es wird sehr viel Wind gemacht gegen Vitamin D. Es gibt, glaube ich, keinen Mikronährstoff, kein Vitamin, das so in der Schusslinie der Pharmaindustrie ist. Weil es natürlich komplett das Ganze, alles, was wir erlebt haben, obsolet machen würde, wären die Leute ausreichend versorgt. Hier zum Beispiel jetzt, das war, glaube ich, musste man mal gucken, ich glaube, es war im November, habe ich das irgendwie, ja genau, nee, im November 2020. Es wäre noch nicht genug erforscht, man wüsste noch nicht genug über Vitamin D. Also das finde ich ein Hammer, weil über Vitamin D wissen wir eigentlich schon seit 100 Jahren relativ viel. Und es gibt, glaube ich, keine, also 30.000, 40.000, 50.000 wissenschaftliche Arbeiten allein nur in Korrespondenz zu respiratorischen Erkrankungen. Also ganz anders wie diese Injektion, zu der man überhaupt nichts wusste, aber die werden empfohlen. Was aber nicht empfohlen wird, also hier steht ganz klar, Tipps, Vitamin-D-Tabletten zu schlucken, um nicht an Covid-19 zu erkranken, sind fahrlässig.
muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sei fahrlässig, sich mit Vitamin D zu versorgen. Ich werde nachher noch einige andere Aussagen bringen, die noch wesentlich gravierender sind. Nur als Beispiel. Hier ist, sind Studien, es sind 82, die bei VD Meta, kann man die nachlesen. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind es über 100. Das ist noch vom Juni 2022. Und da sieht man hier, je früher die Vitamin-D-Gabe erfolgt, umso effizienter ist die Prävention. Und hier gibt es ein paar Studien, Ausreißer. Ich weiß nicht, ob man meine Maus hier sehen würde. Also diese Linie hier ist sozusagen, wenn die Infektion stattfindet, wenn ich es vor der Infektion gebe, funktioniert Vitamin-D, alles in grün. Wenn ich es nach der Infektion gebe, Vitamin-D, funktioniert es nicht. Okay. Also wenn Vitamin D sozusagen spät verabreicht wird, hat man keinen Effekt. Das Interessante ist, es werden nur die Studien durch die Presse gejagt, die jetzt hier rot sind. Die Grünen werden praktisch nicht erwähnt oder wenn, dann diskreditiert. Finde ich eine unglaubliche Schweinerei. Ich nehme einfach das Wort mal in den Mund. Aber ich würde gerade mal auf diese vier Studien hier eingehen. Die erste Studie zeigt hier in der Pharmazeutischen Zeitung, einzelne hohe Dosis zeigt keinen Nutzen. Für den Laien ist das schon genügend Information, das reicht, man liest eh nur die Headlines. Wenn man aber genau anschaut, was diese Studie zeigt, hier auch nochmal Medscape, das Hauptinformationsportal für Menschen in Heilberufen, also Ärzte, Heilpraktiker etc., hochdosiertes Vitamin D3 versagt in brasilianischer Studie. Ich habe mir die Studie angeguckt und tatsächlich 200.000 Einheiten, also wirklich 200.000 Einheiten wurden da gegeben bei dem Zeitpunkt, als die Patienten schon mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus Covid-19 positiv aufgenommen wurden. Es wurde geschaut, hat es diese 200.000 Einheiten einen Effekt auf den Verlauf der Krankheit? Also wird man unwahrscheinlicher sozusagen beatmet werden müssen, als wenn der Verlauf schlimmer wird? Oder muss man auf Intensivstation oder stirbt man sogar an der Infektion? Und dann zeigt man hier 200.000 Einheiten keinen Effekt. Dramatisch. Und ja, damit ist eigentlich ist aus für Vitamin D. Ist bewiesen, es taugt nichts. Aber stimmt das so? Man hat dann ein Jahr später die Studie wiederholt mit 100.000 Einheiten. So im Sinne, wenn 200.000 nichts bringen, probieren wir es mal mit 100.000. Auch kein Effekt. Dann hat man sogar 500.000 probiert. Ich glaube, es war in Argentinien. Auch kein Effekt. Naja, wie erklärt sich das Ganze? Ganz einfach. Dazu ganz kurz zu Vitamin D-Stoffwechsel. Vitamin D wird entweder in der Haut synthetisiert, natürlich im Winter so gut wie nicht, bei uns überhaupt nicht. Vitamin D3, wie ich gezeigt habe, wirkt präventiv. Warum wirkt es nur präventiv? Weil die Umwandlung der Leber sehr langsam verläuft. In der Leber wird aus dem Vitamin D3, dann ist Vitamin D3 Prohormon gebildet oder 25-Hydroxy-Vitamin D3, also diese Hydroxygruppe wird angehängt und dadurch entsteht das Prohormon. Und das wird auch dann in der Fettgewebe zum Beispiel gespeichert, ist die Vorstufe zum eigentlichen Hormon, was dann wirkt. Und das ist auch das, was wir im Blut messen. Das muss man wissen. Das ist das, was wir im Blut messen. Wir messen also nicht das Vitamin D im Blut. Also wir messen beim Vitamin D-Spiegel tatsächlich nicht Vitamin D. Wir messen das Prohormon im Blut. Und wenn ich jetzt Vitamin D gebe, dann dauert es eben sehr lange. Und diese 3 bis 5 Tage, bis dann der Spiegel ansteigt, verzögert sich nochmal, wenn ich schwer erkrankt bin. Das heißt, wenn ich Patienten, die schwer erkrankt sind, dass sie eben nicht mehr zu Hause sein können, aufgrund ihrer Erkrankung, ins Krankenhaus müssen, natürlich nicht gleich auf Intensivstation, die kommen erstmal auf eine Covid-Station, aber dann dort sozusagen nach der Standardtherapie, die eben vorherrscht, therapiert werden, zu eben nicht Vitamin D-Gabe gehört normalerweise, das kann man aber dann testen, dann kriegen die das Vitamin D zu spät. Zumal dann unter schwerer Erkrankung es sogar bis zu einer Woche dauern kann, bis der Spiegel ansteigt. Diese Woche haben diese Patienten nicht. Die haben möglicherweise 1, 2 Tage, wo sich entscheidet, gibt es einen schweren Verlauf oder stabilisieren sie sich. Und diese Zeit haben die nicht und deswegen funktioniert das auch nicht. Also hier, das wird im Blut gemessen. Aus dem Vitamin D wird dann eben das Prohormon, wird das Hormon auch sehr schnell bei Bedarf gebildet im Zielorgan, zum Beispiel auch in der Lunge. Ob für den Knochenstoffwechsel und so weiter, auch für das Hirn spielt es eine Rolle. Was macht man aus dieser Erkenntnis? Ganz einfach, wenn ich schwer erkrankt bin, dann muss ich nicht Vitamin D geben, sondern Vitamin D Prohormon, therapeutisch. Und das wurde hier gemacht. Anstatt Vitamin D wurde Vitamin D Prohormon gegeben in einer kleinen Studie in Cordoba, die allerdings groß genug war, wie ich gleich zeigen werde, um Signifikanz zu zeigen. Und in dieser Studie
hat man gezeigt, wenn man das macht, also nicht, was in der brasilianischen Studie gemacht worden ist, Vitamin D zu geben, ich wiederhole das nochmal, sondern Vitamin D pro Hormon zu geben, dann sehe ich einen Unterschied und der ist gewaltig. Und das Risiko, auf Intensivstation behandelt werden zu müssen, also von der Normalstation Covid auf Intensivstation zu müssen, hat sich um Faktor 25 reduziert. Also damit wäre das ganze Intensivtherapieproblem, was wir hatten. Wir müssen Menschen sozusagen jetzt isolieren, massive Maßnahmen, letztendlich dann sogar diesen Injektionen, war ja immer wieder basierend auf dem Argument, Intensivstationen laufen über. Allein durch eine Vitamin D Prohormongabe wäre das ein Faktor 25 reduziert gewesen, das Problem. Hat niemand gemacht. Natürlich auch mit Konsequenzen. Alle, die dann Pech hatten und der Verlauf tatsächlich schwerer wurde, die sterben. Hier in dieser kleinen Studie, in der Kontrollgruppe starben 8% an Covid, aber kein einziger Todesfall in der Prohormongruppe. Die Signifikanz war gewaltig. Das ist ganz interessant. Diese Studie wurde massivst attackiert. Kleine Anzahl von Personen, was natürlich Blödsinn ist, weil große Zahlen braucht man ja nur, wenn die Effekte, die man zu beobachten will, klein sind. Mein Beispiel ist dann immer, wie viel groß muss die Studie sein, um zu beweisen, dass eine Herdplatte, wenn sie glüht, mir die Finger verbrennt, wenn ich drauf lange, wenn ich sie anfasse. Wie viele Personen brauche ich da? 10.000, 20.000? Nee, da reicht eine eigentlich. Also je signifikanter das Resultat ist, umso kleiner kann die Gruppe sein, in der man es untersucht. Und trotzdem wurde es attackiert und ich habe dann hier Gott sei Dank eine Studie gefunden, eine statistische Analyse, unabhängige Analyse vom Harvard-Institut, vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology. Hochrangige Wissenschaftler haben das untersucht und haben dann gesagt, das Ergebnis ist hochsignifikant, dass das Vitamin D Prohormon für die Wirkung in dieser Studie verantwortlich war und nicht irgendein anderer Effekt. Und die Wahrscheinlichkeit ist unter 1 zu 1 Million. Das heißt, wir müssten 1 Million Mal das Cordoba-Experiment wiederholen, die Studie wiederholen, um rein zufällig auf so ein gutes Ergebnis zu kommen. Also in anderen Worten, es ist Vitamin D Prohormon geschuldet und in anderen Worten, wir haben hier eine Kausa. Kausal ist der Mangel an Vitamin D beziehungsweise Vitamin D-Spiegel, ein geringer Vitamin D-Spiegel bei Aufnahme ins Krankenhaus verantwortlich dafür, für die schweren Verläufe. Und wenn man sozusagen das Prohormon schnell ansteigen lässt, indem man es einfach direkt gibt, dann hat man ein wunderbares Ergebnis und die Wahrscheinlichkeit zu sterben hat sich in dieser Studie hier auf 0 reduziert. Das wurde dann trotzdem nochmal wiederholt. Ich sage trotzdem, obwohl ich in meinem Buch dann schreibe, es wäre unethisch, weil ich würde nie, wenn ich ins Krankenhaus aufgenommen werden müsste, aufgrund von einer schweren Covid-Infektion, unwahrscheinlich bei mir, weil mein Vitamin D-Spiegel ist bei 125, aber mal angenommen, es wäre so, ich würde mich wehren, in eine Kontrollgruppe zu kommen. Ich würde ganz 100% würde ich sagen, Leute, kein Versuch an mir, bitte gebt mir das Prohormon. Also jeder, der es dann fordert nach der Cordoba-Studie, wir brauchen mehr Studien, muss eigentlich bereit sein, persönlich zu sagen, ja, ich bin auch bereit, in die Kontrollgruppe zu gehen und dann zu sterben und dann mit zum Beweis beizutragen, dass man mit Vitamin D Prohormon überlebt hätte. Das wäre dann eigentlich fair. Trotzdem, die Studien wurden wiederholt und zwar in größerem Maßstab mit bis zu knapp 1000 Patienten. Hier eine große Studie, die große Cordoba-Studie, die dann in ganz Südspanien durchgeführt worden ist, haben dann gezeigt, das Sterberisiko durch Vitamin D-Prohormongabe ist um 84% reduziert. Ähnliches Risikoreduktion dann in der Studie in Barcelona. Und die gestorben sind, da hat man dann gezeigt, dass die extrem niedrige Vitamin-D-Spiegel hatten, also Vitamin-D-Prohormonspiegel, und dass man eben nicht mehr rechtzeitig kam. Deswegen sage ich immer, Prävention, Prävention. Und wenn man therapieren muss, dann ist das der Weg. Hier ist eine andere Studie noch aus Amerika. Da hat man dann nicht das Vitamin-D-Prohormon gegeben, sondern das Vitamin-D-Hormon direkt. Also man hat gar nicht mehr gewartet, dass noch die zweite Umwandlungsschritt in den Zellen stattfindet und hat gleich das fertige Hormon gegeben. Und auch hier in der Kontrollgruppe 12% Todesfälle bei gleichem Studiendesign und bei Vitamin-D-Prohormongruppe kein einziger Todesfall. Ganz kurz nochmal zurück zur brasilianischen Studie. Was unverschämt war in dieser Studie sind 2 Dinge. Einerseits, dass man die Menschen diesem Risiko ausgesetzt hat. Man wusste nämlich zu dem Zeitpunkt schon von der Cordoba-Studie. Man wusste, dass das Prohormon Todesfälle verhindert und die Wahrscheinlichkeit verhindert, reduziert, massiv reduziert, dass man einen schweren Verlauf hat.
also noch schwereren Verlauf hat, der Intensivstation erfordert, hat das ignoriert und hat einfach gesagt, wir verzichten drauf und geben nur Vitamin D, obwohl man wusste aufgrund anderer Studien, dass es gar nicht so schnell wirken kann. Und das Zweite ist, obwohl die Studie ein halbes Jahr später publiziert worden ist, hat man noch nicht mal die Cordoba-Studie erwähnt, was natürlich dann leicht ist, schwer gewesen wäre. Hätte man sie erwähnt, hätte man auch diskutieren müssen, warum die Studie keinen Erfolg hat. Aber das hätte dann auch weniger dazu beigetragen, dass sie so publiziert worden wäre in den Medien. Gut, nebenbei hat man noch herausgefunden, dass eben die Vitamin-D-Hormongabe die Verweildauer im Krankenhaus halbierte und die Lungenfunktion signifikant verbesserte. Soweit, so gut. Forscher haben dann auch sehr früh geschrieben zu diesem Thema. Es war ein Review-Artikel, Vitamin-D-Prohormon erhöht den Vitamin-D-Spiegel schnell. Diese Eigenschaft ist für die Behandlung, also therapeutisch, von Covid-19 wichtig. Dies sind die beiden Hauptwirkungen Vitamin-D, die Hemmung der Lebensfähigkeitsvermehrung von SARS-CoV-2, also hier geht es dann auch um den Fremdschutz, und die Verringerung des Risikos eines Zytokinsturms, also den Eigenschutz. So, das war ein Brief, eine E-Mail, die ich bekommen habe, 2 Jahre, nachdem die Cordoba-Studie rauskam, aber ich relativ aktiv wurde, dann auch natürlich, um einfach mal auf diesen Missstand hinzuweisen. Und dann schreibt mir ein Kollege hier, mit Spannung verfolge ich Ihr Engagement, und er ist Intensiv- und Notfallmediziner. Und er sagt, im Studium hat er höchstens lernen müssen, dass Vitamin D gefährlich ist. Und ich habe neulich, also einen Patienten, tatsächlich aufgrund meiner Arbeiten, dass ich ihm darauf hingewiesen habe, dass es eben wichtig ist, mit Calcifediol, das ist eben das Vitamin D-Prohormon, erfolgreich therapiert, analog zu den Ergebnissen von Castillo et al., das ist die Cordoba-Studie. Und dem Patienten ging es ruckzuck besser. Und er sagt jetzt, zumindest für mich, tun sich nun vollkommen neue Möglichkeiten auf. Ich finde es toll, dass er mir das geschrieben hat, aber man hätte schon seit 2 Jahren praktisch jeden Todesfall verhindern können. Nicht alle natürlich. Vitamin D ist jetzt nicht ein Mittel, was sozusagen uns ein Lebenselixier, was uns Sterben verhindert, komplett. Aber die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, hätte man massiv reduzieren können und damit auch den ganzen Zirkus, den wir seit 2,5 Jahren erleben. Ganz kurz, hier ist nochmal eine Studie anders aufgearbeitet, was wir vorhin in Wellen gesehen haben über das Jahr in Deutschland. Ist es so jetzt hier eine Jahresaufnahme, wie ist der Vitamin-D-Spiegel in der deutschen Population? Unten ist sozusagen jetzt die Nanomol pro Liter und oben nach links die Anzahl Proports in der Bevölkerung. Wenn wir jetzt 125 Nanomol als besten Fremd- und Eigenschutz sehen, dann sehen wir, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung links davon liegt. Das heißt, wir haben hier die Gefährdeten und hier die Ungefährdeten. Und es ist ganz klar, wenn man was gegen Corona und gegen die Infektionskrankheiten, da gehört eben dann auch respiratorische Erkrankungen dazu, wie die Grippe und viele andere, wie kriegen wir die Leute darüber? Und es kann sehr günstig sein. Es kostet fast kein Geld, weniger wie 5 FFP2-Masken und sogar weniger wie ein Schnelltest. Die Jahresdosis an Vitamin D3, also das, was ich einnehme und meine Familie einnimmt, kostet gerade mal 6 Euro. Also da verdient doch nicht mal jemand 10 Euro im Jahr dran, um Menschen in den gesunden Bereich zu bringen. Aber weil es eben so billig ist, wird gegen Vitamin D geschossen, und zwar aus allen Rohren. Medscape zum Beispiel hier warnt vor Hautkrebs, und man sollte sozusagen alles tun, damit man absolut keine Sonnenstrahlen auf die Haut bekommt, die sie durchdringen können. Also es sind Entsetzen dieser Umfrage, wie wenig die Leute wissen und dass man sich praktisch schon im Schatten eigentlich nur noch geschützt ist. Selbst durch die Kleidung kann es dringen und man soll sich eincremen, am besten bevor man in die Sonne geht. Dass das Unsinn ist, hat der Dr. Schmiedl, der ein Vorwort geschrieben hat zu meinem Buch, ein ganz tolles, hat er in dem Video mal erklärt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Video anzugucken. Aber die Warnung ist einfach eindeutig, Sonne schadet, deswegen schützen. Und natürlich, die Medien machen Wind dagegen, also auf allen Kanälen, selbst die Kabarettisten. Und die Warnung ist, nützt nichts gegen Covid-19. Noch eklatanter kommt Medscape daher, der wird fast 100% von Pharma finanziert, muss man wissen. 28.03.22 sagt ein Kardiologe, er stellt die Fragen ans Publikum. Wie viele nicht signifikante Studien brauchen wir noch, bevor Forscher aufhören, Vitamin D zu untersuchen? Also bitte ein Stopp an der Vitamin D-Forschung. Ärzte sollten aufhören, Vitamin D-Spiegel routinemäßig zu messen. Das ist natürlich ein Blödsinn, der wird überhaupt nicht routinemäßig gemessen. Blutzucker bezahlt die Krankenkasse, Vitamin D-Spiegel zahlt sie nicht. Warum nicht? Ganz einfach, ein niedriger Vitamin D-Spiegel, da gibt es
kein Medikament dagegen, ja, das man verschreiben kann. Gegen einen erhöhten Blutzucker kann man was verschreiben, verdient Geld. Naja, und Patienten sollten aufhören, also die Frage, ne, wann hören sie endlich auf, Geld zu verschwenden für dieses wenig hilfreiche Ergänzungsmittel. Aber es geht weiter. Angst vor Überdosierung. Gewaltig, ging hier durch die pharmazeutische Zeitung. Mich hat es unheimlich beeindruckt, weil ich habe die Studie mit angeguckt. Und in diesem Fall hat ein Patient tatsächlich 150.000 Einheiten täglich zugeführt. Bei einem Bedarf, wie es hier steht, von 400 Einheiten pro Tag. Die 400 Einheiten sind wirklich ein Quatsch. Um auf die 125 Nanomol zu kommen, brauche ich 4.000 bis 6.000 Einheiten wahrscheinlich. Aber immerhin 150.000. Wenn ich von 5.000 im Schnitt ausgehe, ist es eine 30-fache Überdosierung. Abgesehen davon, dass der Patient hier noch 20 andere Mikronährstoffe in 1.000-facher Überdosierung zugeführt hat. Aber ich habe dann nur mal die Frage gestellt ins Publikum rein bei dem Vortrag. 150.000 Einheiten. Also 30-fache über 5.000, was vielleicht gut wäre, was man im Jahresschnitt braucht, um bei kaum, also bei wenig Eigensynthese genügend hohen Spiegel zu haben. 30-fache Überdosierung, das entspricht eigentlich bei diesen Empfehlungen, bei diesen Injektionen mit der mRNA, dass man alle 3 bis 4 Tage eine bekommen sollte. So einen Einzelfall würde ich auch mal gern berichtet sehen, aber das ist so ein Scherzamst an der Seite. Ich bin ziemlich sicher, der das bekommt, steht auch nicht mehr auf. Also Ahnung vor Überdosierung. Interessanterweise, da wird kaum darauf hingewiesen, wir kriegen also eine panische Angst, wenn wir über 800 Einheiten am Tag bekommen, aber die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat schon 2012 gesagt, dass 4.000 Einheiten absolut safe sind für Menschen ab 11 Jahren, insbesondere auch für werdende Mütter und Stillende, ganz wichtig, und selbst Kinder sollten also von 1 bis 10 Jahren 2.000 Einheiten am Tag ist immer noch eine sichere Dosierung, weit weg von jeglicher Gesundheitsgefahr. Bei Säuglingen, die kriegen oft noch genügend, aber dann hören meistens auch die Kinderärzte auf, das darauf zu achten, und das ist, hat gravierende Effekte. Aber es geht weiter. Vital Findings, eins der renommiertesten Journale, die es eigentlich gibt. Fast alle klinischen Studien zu diesen Impfungen oder Vaccinierungen, die man besser als Spikings betrachten sollte, weil eigentlich nur Spike-Protein dann im Körper produziert wird an Stellen, wo es der Körper gar nicht braucht. Naja, Vital Findings, das ist eine Studie, eine Vitalstudie, und die soll zu einem entscheidenden Urteil kommen. Die Vitaminpräparate in der Allgemeinbevölkerung älterer Erwachsener haben keinen nennenswerten Nutzen für die Gesundheit, auch nicht bei Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel. Also auf Deutsch, ich habe einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel, aber ihn jetzt so hoch zum auf ein Normallevel zu bringen, hat keinen Effekt. Hier beruft sich die Studie auf Patienten, auf eine Studie über 5 Jahre an Menschen, wo man die Knochenbrüchigkeit untersucht hat. Es ist aber bekannt, weit in der ganzen wissenschaftlichen Literatur bekannt, um gesunde Knochen zu haben, reichen tatsächlich 50 Nanomol. Und diese Gruppe hier hatte bei Beginn der Studie 70 Nanomol, war also schon weit in dem Bereich der Knochengesundheit. Mehr bringt dann auch nicht mehr für gesunde Knochen. Und deswegen hat dann die Erhöhung von 70 auf 90, was man dann gemacht hat in der Interventionsgruppe, keinen Effekt gehabt. Daraus zu schließen, dass Vitamin-D-Erhöhung sinnlos ist, im Allgemeinen, ist natürlich fahrlässig. Und vor allem haben die vergessen zu erwähnen, dass es unabhängige Studien, Auswertungen von der Vitalstudie gibt, die zeigen, dass zum Beispiel Multiple Sklerose und andere Autoimmunkrankheiten reduziert werden, allein durch diese geringfügige Erhöhung von 70 auf 90. Und das heißt, es sind tatsächlich gute Effekte erzielt worden, nur auf die wird hier gar nicht eingegangen. Aber Warnung, ja, Vitamin D wirkt nicht, Blödsinn. Aber jetzt wird es richtig spannend. Laut Pharmaziehistorikern sagt hier ein Professor Martin, waren es die Nationalsozialisten, die den ersten Massenmarkt für Vitamine schufen, um eine Mangelernährung zu verhindern. Also da ist erstmal nichts Schlimmes dran, egal wer das macht, meiner Ansicht nach. Aber er meint dann und sagt dann auch bitte nicht aufregen, historisch betrachtet könnte man also sagen, dass der Vitamin-D-Hype auch auf nationalsozialistischen Gedankengut basiert. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ja, also Warnung, Nahrung, Ergänzung ist rechtsextrem. Also über die Vitalstudien, über dieses rechtsextrem Aussagen haben dann Dr. Schmiedl und ich auch ein Video gemacht. Kann sich auch jeder anschauen. Ich glaube, das ist wichtig, weil man kriegt einfach mal ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe zum ganzen Thema und auch zur Vitalstudie. Okay.
Dann eine andere Studie, die ganz interessant war, ich bin jetzt auch gleich fertig, ist das Risiko von Infektionen hier in Schweden. Man hat gesamte schwedische Population sich angeguckt, retrospektiv und geschaut, wie geht es Leuten mit Impfung, wie geht es Leuten ohne Impfung. Also was immer da an Schutz ist, es ist relativ schnell weg, was für mich als aus immunologischer Sicht überhaupt keinen Sinn macht, wenn tatsächlich eine Immunisierung stattgefunden haben soll, eine relevante. Ich habe ganz andere Vermutungen, da können wir nachher darüber diskutieren, wieso es überhaupt eine anfängliche Reduktion schwerer Verläufe geben könnte. Aber was dann passiert, sieht man hier nach 8 Monaten nach der zweiten Impfung gegenüber Ungeimpften, geht das Risiko, schwere Verläufe zu bekommen, sogar hoch. Und das sollte eigentlich dazu führen, also man sieht es hier, dass man ja das Ganze in Frage stellt. Aber hier geht es ums Lancet. Und der Lancet ist wie New England Journal of Medicine, er zwar hochrangig, aber publiziert eigentlich auch nur pro Corona. Und die sagen dann hier anstatt einer Warnung, keine Warnung, sondern im Gegenteil, die Ergebnisse untermauern die evidenzbasierte Begründung für die Verabreichung einer dritten Impfstoffdosis als Auffrischung. Also bitte nicht in diesen Bereich kommen, wo es plötzlich noch schlimmer wird für die, die die Impfung bekommen haben, gravierend. Und so richtig schockierend wird es hier dann. Das sagt zum Beispiel ein Wiener Arzt, und das darf er öffentlich machen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Österreich. Ein gutes Immunsystem bei Covid sei eher ein Nachteil. Also er warnt, ein gesundes Immunsystem sei schädlich. Und die Argumentation ist, nur ein gesundes Immunsystem wäre ja in der Lage, einen Zytokinsturm zu entfachen. Ist natürlich Blödsinn, aber damit seine Begründung. Und richtig hanebüchen wird es jetzt beim nächsten hier. Das kommt im Spektrum der Wissenschaft. Nachdenken hat seinen Preis. Also ja, nicht über diese ganzen Fakten nachdenken, weil es ist potenziell hirntoxisch. Steht da wirklich drin. Ich kann auch erklären, ich habe sehr viel dazu gearbeitet, das ist ein Thema. Und müssen wir jetzt nicht machen, aber es ist witzig. Komme ich zum Resultat des Ganzen. Warnung, Sonne schadet. Warnung, Geld rausgeschmissen. Warnung, Überdosierung schadet. Und Warnung, gesundes Immunsystem ist schädlich. Es kommt in Konsequenz einen gravierenden Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung und ganz extrem natürlich in den vulnerablen Gruppen, seien sie übergewichtig, seien sie schon sehr alt oder eben in Seniorenheimen, wo sie die Sonne zum Teil nicht mehr sehen und natürlich auch nicht jeden Tag ihre 200 Gramm Fisch bekommen und schon gar nicht Vitamin D in den meisten Fällen. Sterberisiko ist erhöht dadurch an Zivilisationskrankheiten wie Infarkte, Krebs, Depression, Demenz. Da gibt es jede Menge Studien dazu. Aber das Sterberisiko ist eben auch erhöht, infektionsabhängig. Und das habe ich jetzt ausführlich gezeigt. Und das begründet natürlich die ganzen Covid-19-Maßnahmen. Also gäbe es keinen gravierenden Vitamin-D-Mangel, gäbe es kein erhöhtes Sterberisiko und damit wären die ganzen Maßnahmen obsolet. Die haben aber auch ihre Konsequenzen. Einstellung der Welthungerhilfe zum Beispiel, habe ich vorhin ja erwähnt, was das für zig Millionen Menschen den Tod sozusagen forderte, vor allem Kindern. Social Distancing, Vereinsamung, Lockdowns, Existenzängste, medizinische Mangelversorgung führen zu gravierenden Engpässen und Todesfällen in allen möglichen Bereichen. Ich könnte das ausführen, aber die Zeit habe ich wohl nicht mehr. Das globale Impfprogramm selbst, nennen wir es mal Impfprogramm, hat Konsequenzen. Und ich zeige es mal hier in einem Beispiel, wer es, kann sich jeder anschauen, ist gewaltig. Aber was ich noch viel interessanter finde, es muss irgendwie eine Art von Evolution des Menschen stattgefunden haben, wenn man sich das alles anschaut. Also die Lebensfähigkeit des Menschen ist anscheinend nicht mehr abhängig davon, dass er ausreichend mit Vitamin D versorgt ist. Also wir können sozusagen als in der Evolution des Menschen auf ein essentielles Hormon verzichten, was Jahrmillionen wichtig war für unser unsere Lebensfähigkeit. Aber unsere Lebensfähigkeit ist abhängig davon, dass wir regelmäßig Spike-Protein verabreicht bekommen. Also es hat ein evolutionärer Schritt stattgefunden, den ich eigentlich ganz, ganz spannend finde. Und den wird man auch mal weiter verfolgen müssen. Die Folge ist allerdings, dass das Sterberisiko nun auch erhöht ist, und zwar infektionsunabhängig. Das heißt, wir sterben eigentlich auf alle möglichen Arten und Weisen hier. Und die Summe als dessen könnte dann auch erklären, wieso wir momentan eine Übersterblichkeit haben weltweit. Da steckt eigentlich eine komplette Erklärung dahinter. Was ist genau der Hauptrisiko ist sozusagen für die erhöhten Sterbefälle, kann sich jetzt jeder hier aussuchen. Aber es fängt eigentlich damit an, dass der Vitamin-D-Mangel gravierend ist. Wobei ich an der Stelle sagen muss, auch andere Vitamine sind wichtig. Es gibt kein Vitamin, auf das unser Immunsystem verzichten kann. Kein Mineralstoff, der essentiell ist, kann unser Immunsystem verzichten.
Witzigerweise führen alle zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Zytokinsturms, habe ich in einem anderen Buch, das heißt das Corona-Syndrom, auch ausführlich erklärt. Der Punkt ist allerdings, nur Vitamin D zeigt auch Interventionsstudien diesen dramatischen Effekt und kann auch dramatisch erklären die Häufung und die Saisonalität im Winter. Und damit bin ich eigentlich schon beim Schluss. Hier das, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, nur aus meinem Buch, Seite 207, habe ich mal das gemacht, was man eigentlich hätte machen müssen von Anfang an. Wenn man einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen will und klinisch testet, muss man hingegen die bestmögliche Alternative testen. Die bestmögliche Alternative ist keine mit Vitamin D-Mangel sozusagen belastete Bevölkerung, sondern man müsste es testen gegen Vitamin D. Also ich gebe den Leuten Vitamin D oder ich gebe ihnen diese Vaccinierung und schaue dann mal an, was der Vergleich bringt. Und der wäre dramatisch schlecht gewesen für den Impfstoff. Und er hätte nie, absolut nie eine Zulassung gekriegt, abgesehen davon, dass er komplett unnötig gewesen wäre, weil kaum noch jemand an Corona sterben würde. Und die Infektionszahlen wären dann auch geringerer gewesen. Und das habe ich hier alles mal, auch bis von Long-Covid bis was weiß ich wohin, einmal verglichen. Und die Aussage hier ist, die Nachteile des Konzepts einer Herdenimmunität mittels Impfung sind offensichtlich. Die Vorteile einer immunologischen Herdengesundheit mittels ausreichender Versorgung des Immunsystems mit essentiellen Mikronährstoffen, Stichwort Homöostase, sind überwältigend. Warum es niemand will, beantworte ich in Kapitel 6. Und jetzt bin ich wieder am Anfang und damit gleich am Ende. Also er hält eine Impfpflicht für alternativlos. Und das Erstaunliche ist eigentlich, dass er gerade mal, glaube ich, 14 Monate vorher einen weiteren Tweet losgelassen hat. Und den möchte ich noch zum Schluss vorlesen. Er sagte am 8.7.2020, Vitamin D-Mangel ist auch bei anderen Infektionskrankheiten Risikofaktor, schwächt Immunfunktion, auch Krebsrisiko steigt teilweise, auch da hat er recht. Daher überraschen Studien nicht, dass Vitamin D-Mangel höheres Infektionsrisiko wie auch schwere Verläufe verursacht. Also er hat da eigentlich schon zusammengefasst, was ich jetzt gerade in einer Stunde erzählt habe und geht auch schon in der zweiten Antwort darauf hinaus, dass man eben gerade bei Älteren sofort eine Substitution machen müsste. Und das heißt für mich letztendlich in letzter Konsequenz, wir haben hier dann nicht nur den Tatbestand unterlassener Hilfeleistung, sondern man muss sogar jetzt, weil das Wissen eben existierte, von Vorsatz sprechen. Und damit könnte ich es eigentlich jetzt beenden. Wir brauchen einen Strategiewechsel, dringend. Wir können Corona nutzen, um ein gesünderes, besseres Immunsystem hinzukriegen. Und dann gäbe es auch keine Spaltung mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften. Es gäbe nur noch eine Kategorie in unserer Gesellschaft, nämlich Ungefährdete. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht alle überfordert habe. Und jetzt bin ich wirklich bereit für ein paar Fragen. Das ist ja wirklich enorm. Vielen Dank. Also schockierend auch ein bisschen, was man da sehen kann. Also wie viel Leid man auch hätte verhindern können, wenn man da zielgerichtet vorgegangen wäre. Ich habe jetzt, ich stelle Ihnen kurz mal ein paar Fragen noch aus von den Zuschauern. Und zwar, ob es der Besuch von Solarien was bringt, um den Vitamin-D-Spiegel zu steigern. Ja, ich meine, Solarien würden den Vitamin-D-Spiegel steigern, ganz bestimmt. Die sind natürlich in Verruf geraten, weil natürlich man Angst hat vor Hautkrebs. Da kann ich auch wieder nur hinweisen auf das Video von Dr. Schmiedl, was ich vorhin gesagt hatte. Das, glaube ich, hieß Melanom und Sonne, glaube ich, und Teil 4. Da hat er es wunderbar erklärt, dass letztendlich die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel ein Melanom zu entwickeln, eher unter Sonnenmangel passiert. Da gibt es zum Beispiel eine große Studie von der US Navy. Und da hat man geschaut, das sind ja Hunderttausende von Menschen und viele arbeiten sozusagen auf Deck, sind dauernd in der Sonne und andere arbeiten unter Deck, arbeiten sozusagen in den Büros dort. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man Melanom entwickelt, ist höher, deutlich höher unter Deck. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man an Melanom stirbt, ist dann nochmal deutlich höher, wenn der Vitamin-D-Spiegel niedrig ist. Also Sonne an sich ist nicht gefährlich. Man soll es halt eben nicht übertreiben. Und da ist dann eben die Frage, übertreibt es jemand, der ins Solarium geht? Eine Alternative ist eben, Vitamin D zu supplementieren. Es gibt ja Menschen, die supplementieren de facto das ganze Leben. Das sind die Inuit. Inuit zum Beispiel haben überhaupt keine Chance, in den arktischen Regionen jemals Vitamin D zu synthetisieren. Erstens haben sie dunkle Haut, zweitens sind sie dick angezogen, drittens ist die Sonne viel zu schräg. Die Supplementierung findet dann einfach über die Ernährung statt, sprich über den Fisch. Da wir nicht genügend Fisch mehr haben in unserer Gesellschaft zu essen und auch nicht mehr empfehlen können, empfehle ich dann einfach eine Supplementierung. Und das ist der ungefährlichste Weg, sozusagen einen guten Spiegel zu haben.
Und kann man, also jetzt Ernährung sprachen Sie schon an, also das reicht nicht aus, was man so an Lebensmitteln zu sich nehmen kann, wo man es irgendwie ersetzen könnte. Nee, reicht nicht aus. Die einzige wirklich vernünftige Quelle an Vitamin D wäre fettreicher Fisch. Und um die ausreichende Menge zu sich zu führen, müsste man, ähnlich wie bei den aquatischen Omega-3-Fettsäuren, müsste man 200 bis 300 Gramm Fisch jeden Tag essen. Das ist schon allein aus der Toxinbelastung her nicht okay. Und zudem müsste man ja alles, was wir hier empfehlen, allen Menschen auf dem Planeten empfehlen. Und während man Vitamin D aus Einzellern in Tonnenweise herstellen kann, günstig, wie ich gezeigt habe, Fisch können wir nicht so günstig herstellen, geht gar nicht. Und deswegen, wenn man wirklich global denken, kann es nur die Vitamin D-Supplementierung sein. Und eine Kombination Vitamin K gibt's ja, wird ja auch manchmal irgendwie angesprochen. Bringt das was oder nicht? Ja, wenn man natürlich, normalerweise ist es so, dass jemand, der sich ausgewogen ernährt, und das ist immer für mich die Basis, also ich würde jetzt Vitamin D, wir müssen noch viele andere Sachen empfehlen, wenn jemand jeden Tag nur Chips und isst und Coca-Cola trinkt. Also wenn jemand sich ungesund ernährt, dann fehlt ihm mehr wie nur Vitamin D. Aber selbst wenn ich mich rundum gesund ernähre, mediterran, nur viel Gemüse esse und so weiter, werde ich einen Mangel an Vitamin D haben, genauso wie einen Mangel an aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Vitamin K2 wahrscheinlich nicht. Es ist dann eher so eine Safety, dass ich sage, naja, ich habe halt eben diese Angst. Aber diese Angst ist auch zu einem gewissen Grad geschürt. Man kann es empfehlen, Vitamin K2 zu sich zu nehmen, täglich mit dem Vitamin D. Es ist kein Schaden. Also das Risiko, dass das Vitamin K toxische Effekte hat, ist praktisch gleich null. Es kostet halt ein bisschen mehr. Ich würde es einfach mal beim Arzt überprüfen lassen, ob eine Supplementierung überhaupt notwendig ist. Wenn ja, dann kann man supplementieren. Wenn nicht, kann man es auch lassen. Und kann man denn diesen Spiegel, den Vitamin D, Spiegel, kann man den selber testen oder ist das nur über Blut möglich beim Arzt? Es geht nur übers Blut, aber man kann natürlich selbst wohl testen. Ich habe selbst noch nicht geschaut. Ich habe es nur von vielen Leuten gehört. Man könnte es auch selber testen. Ich würde halt zum Arzt gehen, mir das abnehmen lassen. Das Problem ist einfach, es kostet Geld. Das ist die größte Unverschämtheit schlechthin. Ich habe es aber, glaube ich, in meinem Vortrag ja erwähnt. Das ist ein absolutes Unding. Wenn man überlegt, wie viel Schaden der Vitamin-D-Mangel anrichtet, individuell als auch gesellschaftlich, als auch global, ist es ein Unding, dass wir das selbst bezahlen müssen und damit eine Hürde aufbauen. Ich meine, nicht jeder hat die 30 Euro, glaube ich, die es kostet, gerade mal so los in der Tasche und kann sagen, mach mal. Also im Vergleich zu dessen, dass es dann schlussendlich nur noch 6 Euro im Jahr kostet, wenn man sich versorgen will. Ich möchte aber jetzt, bevor ich jetzt gleich 100.000 E-Mails bekomme, was ich denn nehme, weil das, was man bei der Apotheke kauft, kostet 10-fache ungefähr. Ich habe da ein Bild drin gehabt, was ich benutze. Ich habe von der Firma nichts, ich kenne die Firma noch nicht mal. Aber wenn mich Leute anschreiben, dann schreibe ich immer zurück, das ist das, was ich nehme. Aber ich habe schon die Finger wund, weil ich andauernd Anfragen bekomme. Also vielleicht muss man eher noch meine Webseite machen. Ich mache aber normalerweise keine Produktwerbung. Wollte ich nur sagen, aber es ist wirklich günstig. Nils, ich habe eine Frage mal. Es gibt ja bei anderen Mangelerkrankungen, gab es ja die Versuche, dann durch Nahrungsmittel oder durch Wasser, zum Beispiel bei Fluor für die Zähne was zu tun oder bei Jod mit Natrium, das Salz zu versetzen. Es gab die Versuche, die gesamte Bevölkerung da abzudecken. Das ist natürlich problematisch, weil es dann leicht zu Intoxikationen kommen kann. Aber wie sieht es aus jetzt bei Vitamin D? Gibt es da irgendwo den Versuch, sowas zu machen, mal, dass man eine ganze Population irgendwie, ohne dass sie sich da groß Mühe geben musste und immer an die Pille denken musste, einfach ausreichend zu versorgen? Ja, ich meine, der Bedarf ist natürlich etwas individuell, ne? Und ich nicht, also grob individuell. Ich meine, Kinder brauchen wieder weniger wie Erwachsene. Das heißt, wenn man jetzt Trinkwasser hat, gut, geht gar nicht, ist fettlöslich. Also man muss schon irgendwie einen anderen Weg finden. Ich kenne es halt, ich war lange in den USA, habe dort gelebt und geforscht. Ich weiß noch, dass es dort die Milch fortified gibt, ja, also mit Vitamin D, was aber dann dazu führt, dass Menschen letztendlich dann irgendwann sagen, ich muss jetzt Milch trinken, damit ich Vitamin D bekomme. Ich bin jetzt kein Freund von Kuhmilch aus verschiedenen medizinischen und auch kulturellen Gründen und evolutionsbiologischen Überlegungen lehne ich das eher ab. Also, aber grundsätzlich ist es schon so, man könnte manche Nahrungsmittel mit Vitamin D sozusagen supplementieren. Aber man kann es, wie gesagt, auch ganz einfach selbst machen. Die Kosten halten sich wirklich im Rahmen. Es ist auch relativ einfach.
Es gibt oft den Hinweis, dass man Vitamin D täglich zu sich nehmen muss. Das macht es wieder ein bisschen umständlich. Ich nehme zum Beispiel ein Depot von 20.000 oder 40.000, je nachdem, wie tief ich im Winter bin, einmal am Sonntag, sondern es ist unser Vitamin D-Tag in der Familie. Viele sagen, man muss es täglich nehmen. Das liegt aber nur daran, dass das Vitamin D, das ist wirklich das Vitamin D, nicht das Vitamin D-Prohormon, sondern das Vitamin D im Blut, wenn man es eingenommen hat, sehr schnell verschwindet. Die Halbwertszeit liegt, glaube ich, unter 12 Stunden. Das heißt, oh, das verschwindet so schnell, also muss ich es täglich einnehmen. Aber es verschwindet nur deswegen, weil es eben fettlöslich ist. Das heißt, es wird in der Leber aufgenommen, ist aber dort sozusagen über Monate dann doch noch da. Das heißt, der Vitamin D ist eigentlich Vitamin D, verschwindet schneller aus dem Blut. Also wie gesagt, nicht das Vitamin D-Prohormon, aber man kann wirklich wöchentlich einnehmen, gar kein Problem. Einmal am Sonntag eine Tablette und ich glaube, die kostet nicht mal 7 Cent. Also es ist wirklich ein Witz. Wir wissen das, wenn wir jetzt den Spiegel 125 Nanogramm, wenn wir das jetzt, wenn das gemessen wird und das wird doch aber gespeichert im Fett und in der Leber, das ist ja dann gar nicht im Blut vorhanden. Wie kann man das dann vernünftig messen? Nee, also es ist so, es ist im Fettgewebe gespeichert und gleichzeitig eine gewisse Menge ist dann zirkuliert im Blut. Und das heißt, je höher meine Speicher ist, umso mehr kann auch im Blut zirkulieren. Das ist ein Massen. Und das korreliert direkt. Und deswegen ist es praktisch repräsentativ für das, was ich gespeichert habe. Das im Blut zirkulieren ist aber auch das Relevante, weil das geht in die Zellen. Und zum Beispiel, wenn eine Lungenzelle doppelsträngige RNA sieht, die ist also Ribonukleinsäure, also nicht DNA, doppelsträngig, die bei uns normal wäre im Erbgut, ist ja aus doppelsträngiger DNA-Streng. Aber bei RNA ist sozusagen, gibt es bei uns nur einzelsträngig. Und bei der Replikation von RNA-Viren kommt es eben zum doppelsträngigen RNA-Produkt. Und diese doppelsträngige ist unnatürlich. Das erkennen aber in unserer Zelle Moleküle. Und die aktivieren dann ein Enzym, was dann aus dem Prohormon das Hormon macht und die Abwehr startet. Und deswegen ist es eben so, dass unser Immunsystem dann sehr, sehr schnell und sehr effektiv agieren kann, wenn eben schon viel Prohormon angeliefert wird, eben übers Blut. Wie ist das mit, meine Mutter hat mich früher mit Lebertran gequält. Ist da denn genug drin? Da wäre genug drin, genau. Das hat also enorm hohe Werte. Also Lebertran, ich sage Fischöl, aber man muss eben so viel zu sich nehmen, das wäre das Äquivalent. Ich habe mal hochgerechnet von 200 bis 300 Gramm Fisch, fettreicher Fisch täglich. Und wie gesagt, kann man nicht mehr empfehlen. Abgesehen davon wäre es auch keine globale Lösung, weil ich glaube, auf global berechnet gibt es nur 50 Gramm Fisch pro Tag bei fairer Aufteilung für jeden Menschen. Ja. Wir haben ja noch ein zweites wichtiges Vitamin im Winter mit relativ niedrigen Werten in unserem Körper, das Vitamin C. Und das Zusammenspiel Vitamin C, Vitamin D könnte ja da auch noch eine Rolle spielen. Wir wissen ja, dass das Vitamin C im Abbau von der Furinprotease wirksam ist. Und je höher der Vitamin-C-Spiegel, desto schneller wird die Furinprotease, die ja bei der Aufnahme des Viruses in die Zelle eine wesentliche Rolle spielt. Und man muss natürlich auch wieder sagen, im Winter haben wir ganz einfach weniger Vitamin-C aufgrund gelagerter Gemüse, aufgrund gelagerter Obstbestandteile, die wir zu uns nehmen. Und ich denke, die ganze Diskussion sollte man immer als Ganzes sehen. Also Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor und Vitamin C gehört dann eben auch mit dazu. Und die gesamte gesunde Ernährung, wie Sie selber ja gesagt haben, auch. Und was ich auch noch interessant finde, es gibt ja eine Studie, die hat gezeigt, dass was Vitamin D die T-Zell-Antigen-Rezeptor-Signalübertragung beeinflusst. Und diese Studie sagt ja eigentlich an sich aus, es ist wichtig, dass wir im Vorfeld schauen, dass unser Vitamin-D-Spiegel die richtige Höhe hat. Nicht erst, wenn wir eine Infektion kriegen, sondern wir sollten schauen, dass wir den ganzen Winter über sorgfältig. Und da gehört dann eben die Substitution tatsächlich dazu. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel dran zu rütteln. Das ist reell in nicht. Absolut nicht. Also die therapeutische Intervention mit dem Prohormon oder auch dem Hormon, wie ich in der amerikanischen Studie gezeigt habe, ist wirklich sozusagen der letzte Strohhalm. Jetzt ist, ja, die Menschen werden, die kämen ja gar nicht als schwere Corona-Patienten in die Klinik, hätten sie von vornherein Prävention betrieben. Also das ist ganz klar. Und zu Vitamin C kann ich nur sagen, ganz klar, das gilt auch für Zink und gilt für Selen und gilt für Magnesium, B12, egal was. Es gibt auch für alle diese Hinweise und deswegen muss man das ja, gehört es ja auch zu einer Therapie dazu, Vitamin C dann auch zu geben und präventiv natürlich sowieso. Eingelagerte Sachen, ganz klar. Ich muss halt schauen, man muss halt saisonal leben. Wir haben natürlich, ich habe mein eigenes Feld, wir haben da unser Rotkraut, Weißkraut, wir haben da unseren Grünkohl und
Ja, es gibt ja im Winter dann Orangen und was weiß ich und Paprika und so weiter. Man muss halt eben schauen, dass man sich gut ernährt und im Notfall eben auch mit Vitamin C supplementiert, wenn man glaubt, es nicht anders hinzubekommen. Gar keine Frage. Ja. Und diese Vitamin D-Gabe oder Einnahme, wenn also ist das, wirkt das auch, also wenn die Leute schon Krebs haben oder Vorstufen, was auch immer, also jetzt, weil es hieß ja da, der Zusammenhang, der Mangel kann das eben auch verstärken, dass man jetzt einen Infarkt bekommt oder eben Krebs oder sonstige Erkrankungen. Also wenn man schon betroffen ist, bringt es trotzdem was, das zu nehmen? Kann also das Immunsystem frisst ja, macht ja dann auch vielleicht mehr Killerzellen und frisst dann eben den Krebs oder Vorstufen weg oder was auch immer? Ja, das ist auch alles wunderbar schon publiziert, insbesondere vom Deutschen Krebsforschungszentrum wieder. Die haben gerade vor kurzem publiziert, vor einem Jahr oder so war das, dass man allein in Deutschland, glaube ich, 10-12% aller Krebsfälle verhindern könnte durch eine Supplementierung. 10-12% aller Krebsfälle. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, es hat schon jemand Krebs, also wir reden jetzt praktisch von Metastasierung, also sozusagen auch die meist tödliche Konsequenz dann des Krebses, dann hat das Deutsche Krebsforschungszentrum herausgefunden, man könnte allein in Deutschland 30.000 Krebstote schon nach Diagnose verhindern, wenn man dann anfangen würde, mit Vitamin D zu supplementieren, was eben auch nicht gemacht wird. Das heißt, man kann die Inzidenz von Krebs reduzieren und man kann die Wahrscheinlichkeit, dass man den Krebs überlebt, deutlich erhöhen, wenn man mit Vitamin D supplementiert. Wird aber beides nicht gemacht. Also es wird genauso ignoriert wie die Warnung, 9 von 10 Todesfälle bei Corona wären durch Vitamin D-Mangel verursacht. Auch das wurde ja wunderbar ignoriert. Und ich kann nur hoffen, ich meine, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dass die Gerichte das mal aufarbeiten müssen. Ich kann nur hoffen, dass es tatsächlich passiert. Und das Thema Vitamin D, gerade weil man durch Interventionsstudien es weiß und Leute wie Lauterbach es auch schon wussten, in seinem Tweet hat er es ja zugegeben, für mich ist es nicht nur unterlassene Hilfeleistung. Und ich hoffe, dass da wirklich die Gerichte das Ganze mal unter die Lupe nehmen, weil das kann nicht so weitergehen. Wahnsinn. Dass so ein Mensch zum Gesundheitsminister wird, ist schon ganz schön bedenklich, ja. Naja gut, ich meine, alle Minister, die wir eigentlich haben, sind die Hauptlobbyisten für den Bereich, den sie vertreten, ob es egal, ob es Verkehr ist oder ob es Energie ist oder was auch immer oder ja, die Klöckner damals, also egal wer, ne? Und unser Verteidigungsminister ist letztendlich auch eine Kriegsministerin. Also es ist überall, schauen die, dass die für den Bereich, wo sie aktiv sind, dass die Industrie gut geht. Und in dem Fall ist es halt eben leider nicht anders. Es gibt ja die kompensative Industrie. Das heißt, die Industrie, die immer dann große Gewinne macht, wenn uns irgendwas fehlt. Das heißt, wenn wir krank werden, wenn uns Gesundheit fehlt, dann verdient die Gesundheitsindustrie daran. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, irgendwie unsere Häuser warm zu kriegen oder genug Energie zu haben, dann steigen die Preise für die Energiekonzerne und dann gewinnen die mehr und so weiter. Also das gilt ja für alle Bereiche, die davon profitieren. Die Wirtschaft lebt vom Mangel und verdient am Mangel. Ja, deswegen ist ja Vitamine einnehmen pharmaschädlich. Ja, naja. Aber wir müssen schon davon ausgehen, dass jetzt den ganzen Entscheidern in diesen Pharmaunternehmen und auch den Leuten, die das dann so entsprechend da uns berichten, ja, dass das alles giftig und was weiß ich, wie sinnlos ist und so, dass die ganz genau wissen, dass sie lügen. Ja, das ist eine konzertierte Aktion. Ja. Ganz erstaunt über 2 Editoren im New England Journal. Ich habe das Video kurz eingeblendet, wo Herr Schmiedl und ich gemacht haben. Herr Schmiedl ist ja ein Vitamin-D-Experte ausgewiesener auch und der hat schon seit Jahren sich die Vitalstudie angeschaut und als ich ihm dann geschickt hatte mit dem Final Verdict, dass also Vitamin-D gar nichts bringen würde, habe ich gesagt, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir saßen eine Woche zusammen, mehr oder weniger, haben die ganze Studie uns nochmal angeschaut und dann das Video gemacht und es ist wirklich mit Vorsatz, anders kann man es nicht mehr sagen, mit Vorsatz werden hier falsche Aussagen gemacht. Und mit einer Auswirkung auf die Gesundheit der Weltbevölkerung, die dramatisch ist. Und ich bin einfach nur entsetzt. Und genauso entsetzt war ich eben, als ich diesen Brief von Herrn Lauterbach bekam, weswegen ich dann zu meiner Frau sagte, also ich schreibe gerade ein anderes Buch. Ich sage, da muss ich jetzt einfach mal eine Woche Pause machen und mal öffentlich werden. Das kann doch nicht wahr sein. Und ja, schön auch, dass Sie hier das so schön deutlich erklärt haben. Ich finde es sehr, sehr gut, Ihre Zusammenfassung, und es ist so plausibel wie nur was. Ich sehe eine Schwierigkeit jetzt in der Zukunft, wenn wir da juristisch dann das beurteilen wollen, wenn der Vorsatz da der Fall ist.
Es ist denn diese ganze, dass man hat den Menschen ja schon viel erzählt, was sie alles machen müssen, um Geld zu verdienen. Das ist ja auch immer vorsätzlich passiert. Ab wann, wo sagen wir denn, wo wird's kriminell und an und was wurde toleriert? Und ich finde es sehr, sehr schwierig, hier den Schnitt zu machen. Jetzt ist das Ganze auf die Spitze getrieben. Jetzt kann es jeder merken. Jetzt sterben die Leute. Jetzt werden wir ganz doll krank und die machen sehr viel Geschäfte damit. Jetzt ist es sehr deutlich geworden. Aber in der Tendenz kennen wir das eigentlich ja schon jahrzehntelang. Ja. Und das ist für mich die Frage, wie macht man da den Schnitt und ja, wie geht man damit um, mit diesen Verbrechern, die uns da krank machen und damit verdienen? Also ich muss sagen, es ging ja vorhin auch ums Verzeihen und diese Dinge in der Einleitung, ne, von Frau Fischer. Und ich meine, letztendlich geht es mir darum, dass wir eine gesündere Gesellschaft hinbekommen. Natürlich emotional, da gehört vielleicht auch das Verzeihen dazu letztendlich irgendwann mal. Aber wir könnten auch diese ganze Krise nutzen, weil sie hat ja schön gesagt, seit Jahrzehnten ist das ja schon so. Wir wissen ja, auch die Grippeimpfung gibt es seit Jahrzehnten, obwohl schon seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Vitamin D sich verändern würde. Und Leute lassen sich trotzdem impfen und haben da auch ihre Nebenwirkungen. Und Corona ist es einfach nur noch die Spitze, das Fass eigentlich zum Überlaufen bringt und eine gewisse Public Awareness jetzt vielleicht auch schafft durch eben vielen Opfer dieses Programms auf allen Ebenen. Und das ist natürlich auch eine Chance. Also es ist eine Chance zu zeigen, was eigentlich hinter dieser Gesundheitsindustrie, die eigentlich eine Krankmachindustrie ist, wenn man, dass man da die Maske abzieht und die tatsächlich hässliche Fratze sieht. Mhm. Und diese Chance, wenn man das Gesicht dann mal gesehen hat, diese Fratze, wir sehen sie, weil wir die Augen offen haben und hinter die Hintergründe auch ein bisschen erkennen können in den Publikationen und die Motive erkennen können. Aber die meisten sehen das nicht. Aber wenn es die Mehrheit sieht, irgendwann mal, dann ist es eine Chance, komplett das System zu verändern und tatsächlich zu einer präventiven Gesundheitsmedizin zu kommen. Ja, wunderbar. Und dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob Herr Lauterbach im Knast landet oder nicht. Und dann hat er vielleicht möglicherweise uns sogar einen Dienst erwiesen. Aufgrund natürlich vieler Opfer, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist eben ein Problem der Menschen generell. Wenn ich mir vergleichweise jetzt mal verzeihen, nehmen wir mal einfach die Autoindustrie. Wir produzieren ein Fahrzeug, was Mängel aufweist. Die Folgen sind desolat möglicherweise. Da kommt keiner auf die Idee, hinterher zu sagen, naja, wir verzeihen mal diesen Ingenieuren, dass jetzt da so und so viele Unfälle passiert sind. Und in der Pharmaindustrie läuft es ähnlich. Da geht es ums Geld verdienen. Und wenn die Unfälle hinterher passieren, interessiert das niemand mehr. Das wird dann, wenn es irgendwie geht, auch noch auf die Öffentlichkeit finanziell abgeschoben und dann bezahlt der Steuerzahler auch noch diesen Fehler, den die Industrie gemacht hat. Ich glaube, der Begriff Verzeihen ist jetzt lediglich anwendbar auf unsere Politiker, die eben auch nur, ich will es mal krass sagen, Marionetten des Systems sind und das als solche wiedergegeben haben. Absolut. Die eigentlichen Übeltäter sind die, die den Impfstoff auf den Markt gebracht haben, ohne ausreichende Prüfung, ohne ausreichende Sicherstellung, dass möglichst diese Dinge gar nicht passieren, die jetzt passiert sind. Ja, absolut. Und ich meine, wir zahlen die Zeche und es kommt ja zum großen Umbau unserer Gesellschaft momentan. Corona ist ja wahrscheinlich nur sozusagen jetzt der Aufmacher zu dem Ganzen. Da wird es noch ganz übel und ich habe das in meinem letzten Kapitel, wo es dann eben, wo ich die Tabelle hatte, habe ich gefragt, warum wollen das die Leute nicht? Und dann muss man natürlich der Spur des Geldes folgen, das habe ich dann mal in Kapitel 6 gemacht. Und einer dieser Konsequenzen wird ja auch der Lastenausgleich sein, der ist ja schon verabschiedet worden im Dezember 2019, interessanterweise 2 Wochen vor Wuhan. Ja. Und dann hat man ja das Kriegsopferwort mit dem Impfopferwort sozusagen ausgetauscht. In weiser Voraussicht kann man schon fast sagen, also sehr weise. Und als ich heute Morgen oder vorgestern Morgen war, es hat mir dann jemand geschrieben, dass man es in der Schweiz erfolgreich, also eine Klage eingereicht hat. Erfolgreich noch nicht, aber eine Klage wegen Impfopfer. Dann habe ich nur gesagt, oje, oje, das ist sozusagen jetzt schon der erste Hinweis, dass wir uns Richtung Lastenausgleich bewegen. Also das wird jetzt noch richtig teuer für uns alle, weil die Entschädigung kommt ja nicht von der Pharma. Die Entschädigung kommt ja aus der Steuer. Mhm. Ja. Das heißt, wir zahlen am Schluss ja alle dafür. Ja. Klar, das ist dann wieder Trick 17, die ganzen Probleme da eben den, also der Gesamtbevölkerung dann aufzuerlegen. Also ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, dass wir uns, also
der Professor Lind, der ja leider verstorben ist, der sprach ja immer von der Fähigkeit zur Moralkompetenz. Und ich glaube schon, dass wir auch einen Schritt weitergehen müssen. Es sind nicht einfach die Strippenzieher ganz hinten, die da was machen, sondern es ist auch jeder Einzelne von uns, muss sich auch überlegen, wenn er zum Beispiel an irgendeinem Posten sitzt, wo er jetzt entscheidet, bei der EMA oder was weiß ich wo, was er empfehlen möchte oder wo er Einfluss nehmen kann, vielleicht auch auf eine Gruppe von Menschen. Oder wenn ich ein Produkt eben bei mir führe, auch als Apotheker oder als wo ich eine Entscheidungsmöglichkeit habe oder wo ich auch Einfluss nehmen kann. Ich glaube, es ist wirklich jeder Einzelne von uns, der diese Entscheidung treffen möchte, ob er die Menschen eben schädigen will oder ob er dazu beitragen möchte, dass es ihnen besser geht. Und ich kann auch als Apotheker zum Beispiel immer sagen, hey, probier es auch nochmal mit Vitamin D oder was auch immer ich eben an anderen Tipps haben kann, die vielleicht helfen. Und das ist, glaube ich, da kann man nicht so, das ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, sonst haben wir das wie auch in anderen Konstellationen früher, okay, der hat den Befehl gegeben, der ist schuld und der andere gesagt, nein, du hast es ja ausgeführt und du bist schuld. Ja? Also ich denke, da ist die Schuld auf beiden Seiten und das muss man sich wirklich überlegen. Die ganze Gesellschaft ist gefordert und ich sehe das ja selbst, ich habe diesen Brief öffentlich gemacht und viele Leute haben mich angeschrieben und gesagt, ob ich schon eine Reaktion von Herrn Lauterbach habe. Dann habe ich mal so geschrieben, ich glaube nicht, dass ich eine Reaktion bekomme, ich glaube noch nicht mal, dass er es liest, aber ich habe auch den Brief nicht geschrieben, dass er ihn liest, sondern dass alle anderen ihn lesen. Und meine Hoffnung war eben, dass es sich dann ganz schnell verbreitet, tatsächlich dann wie ein Virus viral geht und dass möglichst viele Leute ihn lesen. Und erstaunlicherweise viele, die ich kenne und die auch einen großen Verteiler haben, aber den Verteiler eben haben, weil sie eine Firma haben, die irgendein Produkt herstellt, haben sich dann geweigert, den Brief zu veröffentlichen oder weiterzureichen, weil man eben Angst hat vor Repressalien durch die eigenen Kunden. Ja? Also wenn der so einen Brief verteilt, dann kann ich da nicht mehr bestellen. Aber noch schlimmer ist es natürlich, dass Leute gar nicht mehr offen sind für das Ganze. Und ich weiß, dass ihr irgendwann demnächst noch mal ein anderes Meeting plant, wo es auch ein bisschen um die kognitiven Aspekte geht des Ganzen. Und ich habe ja dann ein weiteres Buch geschrieben zu dem Thema, das erschöpfte Gehirn, und habe eine neurobiologische Erklärung, kann ich da liefern. Können wir uns mal darüber unterhalten, das ist eine eigene Session, denke ich mal, warum Menschen eigentlich unfähig sind, noch über den Tellerrand zu gucken, japanische Angst sogar davor haben, mit neuen Fakten sozusagen in Berührung zu kommen und die durchdenken zu müssen. Und man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Alternative gibt, weil man eben durch die Propaganda schon so sozusagen indoktriniert ist. Aber das Problem ist eben dann eben auch, dass man eben die geistigen mentale Energie nicht mehr hat, sozusagen Neues aufzunehmen. Und da ist die Gesellschaft auf einem ganz steilen Slippery Slope, also eine ganz steile Abwärtskurve, weil ich zeigen kann, in dieser, also wenn wir darüber mal reden werden, dass die Corona-Maßnahmen dazu geführt haben, dass die mentale Energie der Menschen, die eh schon auf dem Tiefstand 2019 war, nach WHO, gibt es schöne Studien dazu, dass die nochmal dramatisch sozusagen abgebaut hat in den ersten ein, zwei Jahren von Corona. Und das hat Konsequenzen weit über das Vitamin-D-Thema hinaus. Hier geht es darum, wie wir als Gesellschaft überhaupt noch reagieren können und wie weit wir überhaupt noch reaktionsfähig sind. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt bei dieser Diskussion, ist auch, wie wirken die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, wenn wir den Dingen hinterhergehen, wenn wir nach Schuld suchen und nach Änderung suchen. Wie wirkt das sich pädagogisch oder erzieherisch auf die Zukunft aus? Wie schaffen wir es, das in die Menschen reinzukriegen, dass es die Gesellschaft nicht hinnimmt, wenn sie irgendjemand etwas anvertraut und der missbraucht es zu eigenem Nutzen? Wenn ein Arzt, dem man sich seine Gesundheit anvertraut, diese Gesundheit hintanstellt und auf die 30 Euro guckt oder 20 Euro guckt, die er für die Spritze kriegt nur, dann ist das, finde ich, viel, viel schlimmer, als wenn sich einer irgendwie spritzen lässt oder als wenn einer, ja, weiß nicht, als wenn man da nur daneben steht und nichts sagt. Aber wenn einer damit Geld verdient, dass er, obwohl er es besser weiß, dann das, was ihm anvertraut ist, einfach verrät, das ist eine schwere Straftat. Diese Menschen laden eine schwere Schuld auf sich. Denke ich, das kann man nicht hinnehmen, auch für die Zukunft nicht, weil wir sonst keine Ärzte mehr haben, die das auch richtig machen wollen und die wissen, das muss man richtig machen. Sonst ist man es nicht wert, Arzt genannt zu werden. Sonst können die Leute der Ärzteschaft nicht mehr vertrauen. Die Ärzteschaft selbst muss sich so reinigen. Absolut. Denn sonst ist sie nichts mehr wert. Ich sehe das genauso. Das Problem ist nur,
Ich bin mal eingeladen gewesen vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, als gerade dann das Thema auch Impfpflicht bei Ärzten und Heilberuflern aufkam, hier in Freiburg, also zu seinem Treffen. Und ich habe dann eben viele Ärzte und Heilberufler, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und so weiter getroffen. Und da kam gerade mein neues Buch eben raus. Und ich habe dann gesagt, na, wie sieht's denn eigentlich aus? Habe dann mal erzählt, wie man eigentlich das Ganze beenden könnte sofort. Und von den 30 Anwesenden wussten eigentlich nur 2 darüber Bescheid. Und ich habe jetzt auch aufgrund des Leserbriefs sehr viele E-Mails bekommen von Ärzten, die sagen, sie sind schockiert, weil meine Argumentation für sie vollkommen logisch ist, aber sie haben das nicht gewusst. Und auch der eine, ich habe vorhin einen zitiert, ist ein Intensivmediziner, dem war das auch nicht klar, selbst 2 Jahre nach der Cordoba-Studie, wie man Intensivpatienten mit Corona infiziert retten hätte können mit Vitamin D-Prohormongabe. Weil der gesamte Lehrplan in der Medizin natürlich auch von der Pharmaindustrie indoktriniert ist. Das heißt, kann man denn, wenn also sozusagen ein Arzt nicht sozusagen Primärliteratur liest oder ja, oder sich mal wirklich intensiv mit all diesen Aspekten befasst, dann hat er aus Zeitgründen gar keine andere Möglichkeit, wie einfach zu glauben, was man ihm sagt. Das ist zwar nicht hinnehmbar, ein Arzt sollte eigentlich immer auf dem Top-Level des Wissens sein, aber was ich eben selbst festgestellt habe, ist, dass es sehr wenige sind. Also gute Mediziner an sich, also empathisch und alles, und auch Leute, die eben gar nicht geimpft haben und impfen wollen, aber trotzdem nicht wussten, was die Alternative ist. Ja, stimmt. Also die allgemeine medizinische Fachliteratur, gerade wie vorher Medscape zitiert, etc., Medical Tribune und was alles, Ärztezeitungen, was in den Praxen landet, die schwimmen alle auf den Mainstream-Medien mit. Die haben keine eigene Meinung entwickelt in der Zwischenzeit. Die haben schon die Meinung, dass Vitamin D sogar nur gefährlich sein könnte. Ja, die haben die Meinung, die auch über den Mainstream generell verbreitet wird. Es gibt so Organe, so Publikationsorgane für Ärzte, die werbefrei sind, wie das Arzneimittel-Telegramm. Das hatte ich lange abonniert. Und ich hab da nichts davon gehört. Nichts davon stand drin. Das war etwas, was Ärzte abonniert haben, die kritisch hinter die Kulissen gucken wollten und die genauer Bescheid wissen wollten und die es gut machen und richtig machen wollten. Selbst in diesem Organ, selbst dieses Organ scheint korrumpiert zu sein und sucht nicht mehr nach der Wahrheit, sucht nicht mehr die ganze Literatur und stellt das auch nicht dar. Absolut. Und das enttäuscht mich zutiefst. Ich weiß noch, als mein erstes Buch zum Thema rauskam, das ist das Corona-Syndrom, da habe ich noch nicht gegen die Impfung vergleichen können, weil auch der Verlag da kein Wort drüber verlieren wollte. Da habe ich also, das war noch, als die ersten Impfungen stattfanden, aber ich schon eigentlich im Rohtext geschrieben habe, aufgrund der Reinfektionsraten, die man damals in Brasilien feststellte, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Vaccinierung der richtige Weg ist. War damals auch schon publiziert, dass Herdenimmunität eine irreale Vorstellung ist, nicht erreichbar ist. Was bei Nature publiziert, 5 Punkte. Ich habe es auf 10 Punkte erweitert. Naja, und dann, als das Buch rauskam, hat dann zum Beispiel die Bild-Zeitung zu uns gesagt, sie wollen da nicht drüber nochmal berichten, weil über Vitamin D hätte man ja schon mal was gemacht. Ich habe nur gesagt, solange es nicht jeder in Deutschland kapiert hat, muss man das wiederholen. Mal wieder, ja. Es kann sein, dass ich jeden Tag höre, wie wichtig dieses Impfprogramm ist, aber nicht einen Tag im Jahr höre, wie wichtig Vitamin D wäre. Und das kann ich nicht akzeptieren. Und ja, ich habe auch Bild TV jetzt schon mehrfach angeschrieben, Leute, ladet mich doch mal ein, macht doch mal endlich eine Session, wo wir mal breiter in der breiten Bevölkerung Aufklärung betreiben können. Bisher noch keine Antwort, ich hoffe, dass es passiert. Stellen Sie sich vor, die an der Kasse vom Supermarkt, die den Menschen zuruft, Maske, wenn die den zurufen würden, haben Sie heute schon Vitamin D genommen? Ja. Ich habe es gerade schon mal vorgeschlagen, dass überall, wo diese Testzentren sind, man parallel gleich nebendran noch so ein zweites Kapitel aufbauen sollte, wo kostenlos Vitamin D gemessen wird. Das wäre viel, viel produktiver, sinnvoller, als statt die Leute mit einem positiven Test nach Hause zu schicken, mit der Gefahr, dass sie dann tatsächlich noch einen schweren Verlauf haben. Nächstes Mal, wenn wir an der Kasse stehen, im Supermarkt rufen wir, haben Sie heute schon Vitamin D genommen? Ja, genau. Also wenn jemand Sie fragt, wie ist Ihr Impfstatus, fragen Sie zurück, wie ist denn wieder Vitamin D-Status? Allein schon aus Fremdschutzgründen. Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Ehrenrettung des Arzneitelegramms, weil Wolfgang es ja gerade sehr kritisiert hat, was ich übrigens auch tue. Sie haben zumindest im 11.2022
am Abschluss zur Impfung angesichts des überwiegend milden Verlaufs von Covid-19-Erkrankungen im Kindesalter und des bei Säuglingen und Kleinkindern geringen Erprobungsgrades kommt eine Immunisierung von gesunden Kindern unseres Erachtens derzeit nur im Einzelfall in Betracht. Für Kinder mit einem erhöhten Risiko für eine schwere Erkrankung ist die Impfung mit dem entsprechenden Vakzin hingegen eine Option. Also Sie haben tatsächlich eine ganz, ganz geringe Kritik mal geäußert, seit langem wieder. Dann nehmen Sie gleich wieder zurück. Wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, wir brauchen wirklich eine ganz harte, sachliche, intellektuelle und moralische Aufarbeitung von dem Ganzen. Aber ich glaube, für die Menschen, die sich jetzt damit konfrontiert sehen, dass hier doch eine ganze Reihe von Kartenhäusern zusammenbrechen und man da mal hinterguckt und schaut, wie schmutzig das alles ist. Ich glaube, da muss man sich auch dran erinnern, dass es eigentlich auch eine ganz aufregende Zeit ist und dass man da auch mal wieder neugierig sein kann und was da eigentlich in Wahrheit so das ist, was hilft und das ist, was gut ist und was schön ist. Und ich glaube, also ich empfinde das auch teilweise als freudvollen Prozess, ja. So schlimm es eben manchmal ist, wenn man das erstmal diesen Schritt gemacht hat, das zu überwinden, dass es eigentlich so schlimm ist, dass man nicht hingucken möchte. Und wenn man dann sich doch getraut hat, dahinter zu gucken, dann entsteht auch ganz viel Schönes. So nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert, ja. Also ja. Das finde ich, das sollte man sich irgendwie so ein bisschen verinnerlichen und dann macht es auch wieder Spaß, genauer hinzugucken. Und ich bin begeistert. Also jetzt mit dem Vitamin D, also ich habe das zwar auch immer so gehört, aber mir war es in dieser Dimension jetzt gar nicht präsent. Und ich glaube, ich werde mich da auch mit eindecken, ja. Sie haben das so schön klar gemacht. Ich möchte den Ausschnitt jetzt, das, was Sie gebracht haben, gerne auch auf der Homepage und überall posten. Also das sind Sie hoffentlich damit einverstanden. Absolut. Ich muss alles viral gehen, hoffe ich. Vielleicht können Sie uns auch diese Folien zur Verfügung stellen, dass wir die vielleicht auch separat nochmal, wenn das geht. Ach so, kann ich gerne machen, spreaden. Ja, das wäre toll. Alles klar, ja, toll. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Nils. Das war wirklich sehr erhellend und ich denke, wir bleiben am Ball und werden ja uns dann in absehbarer Zeit auch wiedersehen. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Ich klinge bitte mal aus, gell? Ja, herzlichen Dank. Sehr herzlichen Dank. Tschüss. Toll, ja, das war wirklich spannend. Dr. Nils, Arzt und habilitierter Molekulargenetiker, hat uns hier zu der Bedeutung von Vitamin D fürs Immunsystem berichtet. Also sehr spannend.